Ich glaube, ich trinke nie wieder. Also auf jeden Fall bis nächsten Freitag, wo... Ja, ist scheiße, der denkt sich jetzt, was labert der für ein Kack. Ey, wirklich, das ist irgendein Song, ist der von dir oder von jemand anders? Wo war ich in der Nacht vom Freitag auf... Kennst doch, du? Natürlich, das ist ja, doch SPD oder PDS so. Oder... Genau. Das SPD kenne ich von Sido. Ja, habe ich zu Karneval gemacht, so. War richtig cool. Dann alle so reingeschnitten, die ganzen Karneval-Dings haben alle benutzt. Super cool. Weißt du, hast du TikTok? Gänsevorhaut, ne? Ich bin zu alt für TikTok. TikTok kennst du nicht, ne? Ich hab zwei Leute, die TikTok für mich machen und dann reicht es, ja. Ja, stimmt. Du bist da nicht selbst unterwegs. Nee. Also mal bleib ich hängen, aber ich bin eher so Instagram Short. Also Instagram und Shorts. Wie, du machst YouTube Shorts oder was? Nee, YouTube Shorts habe ich einen extra Kanal, weil ich glaube nicht, dass alle sagen was anderes und YouTube auch, aber ich glaube... Wenn du einen guten YouTube-Kanal hast, der seit Jahrzehnten läuft, vor zig Jahren, da wart ihr sicher noch voll jung, da hat YouTube mal gesagt, macht mal, oh, hieß es Google Plus? Die wollten so ihr eigenes Netzwerk machen wie Facebook. Und ja, später haben sie es wieder zugemacht. Und deswegen mache ich da den Trend nicht mehr mit. Ich mache meine YouTube-Videos schön und gut. Ja. Und ich habe noch einen Zweitkanal, Herr Aaron Short. Und da laden wir die Shorts hoch. Aber diesen Content laden wir auch auf, ich glaube, Snapchat, TikTok und sonst wo hoch. Ist aber auch so, die Langzeitabonnenten, die dir folgen für Langzeitvideos, sind jetzt nicht die, also die jetzt auch Shorts so, also weißt du? Du hast ja auf, wie viel hast du auf Shorts? Wie viel mittlerweile? 500.000. Ja, krass. Aber wenn du jetzt ein Langzeitvideo hochladen würdest, wäre jetzt nicht so. Was machst du damit? Ist monetär gut oder nicht? Es ist okay sogar. Könnte krasser sein. Das ist sogar, das zahlt meine Miete. Also man sagt ja, Longform, 1 Million Views, sagen wir mal so im Schnitt 10 Minuten mit 3 Werbung drin, macht 3 bis 6. Ja. Das kann ich echt nicht sagen, wie viel das ist, aber es kommt im Ende des Monats. Warum spielt jetzt ganz am Pimmel rum? Wie? Julie, warum machst du die ganze Zeit? Ja, das macht er tatsächlich sehr oft. Können wir das mal rausdiskutieren? Sag mal. Warum? Nee, was, rumspiele jetzt? Oder macht ihr keine Anmoderation irgendwie so, hi? Ja, eigentlich, stimmt. Die meisten kenne ich wahrscheinlich eh nicht, ne? Deswegen. Nee, deswegen mach mal, ich bin für die. Ja, stell dich mal gern vor. Wie stellst du dich vor? Interessant, wie er das vorstellt, ja. Hallo, mein Name ist Aaron Troschke, ich bin Social Media Heini, bin mittlerweile 34 Jahre alt. Und du hast mir geschrieben, ob ich vorbeikommen kann. Und ich hatte noch ein bisschen schlechtes Gewissen dir gegenüber. Und deswegen dachte ich, jo, komm ich rum. Stimmt, weil du ja heftig verkackt hast bei Big Brother. Das müssen wir auch jetzt nochmal. Promi-BB hat einfach nicht aufgepasst. Nee, war schon mal echt ekelhaft erklärt. So, das haben auch alle mir nochmal geschrieben und so. Also der Großteil war auf meiner Seite und meinte auch, ja, da hast du recht, da hat er Scheiße gemacht, der Aaron. Weißt du noch, wie es war? Du warst doch mein Favorit, durfte ich nicht sagen. So, ich würde mitmachen, aber ich habe einen Termin und ich musste voll lachen. So, ja, Zahnarzt. Fand ich lustig, aber ja, ich kannte ja auch viele, die da nicht mitgemacht haben, nicht. Aber ich kann euch kurz erklären, was da war. Da warte, Django war ja bei Big Brother bei der Promi Big Brother, so viel Zeit Wild für den Jungen. Promi Big Brother Wild Card Challenge. Und da ging es darum, dass die aus dem Regal Gegenstände sich merken mussten und dann sozusagen abholen mussten danach. So, die mussten sich was merken für eine Minute oder so und dann rüber. Und dann hatte Aaron das so erklärt. Hat aber bei allen Teams so gesagt, und denkt dran, welche Farbe ist euer Team? Guckt auf euer Regal und so. Und dann bei Jake's Team hat einfach so die Regeln erklärt, aber hat dieses eine mit diesem, guckt auf eure Farbe halt so ausgelassen. Und dann hat Jank halt ein Regal gemerkt, was so für Team Blau war oder so. Ich wusste alles. Und dann fängt er an, das so zu scannen, einfach so falsch, falsch. Und dann irgendwann ich sehe so, irgendwas fehlt so. Und so diese Prinzenrolle fehlt in unserem Regal. Ja. Und der sagt, ja, da hast du falsche Regal, komm, war vorbei. Ja, da habe ich auch gar nicht mehr weitergemacht. Nee. Ja, fand so witzig, richtig geil. Können wir sogar einblenden, die Reaktion dann. Ich muss sagen, bei euch habe ich auch gesagt, passt auf eure Farbe auf, da haben sie bloß nicht aufgepasst. Also deswegen, mir tat's aber leid, weil du hast wirklich mitzugekriegt, als wenn so ein Dementor über das Penny-Regal auf einmal fliegt, so die ganze Energie raus, also wupp. Ja, du kannst aber auch echt nichts machen, wenn ich meine, du kannst dich ja nicht erinnern an etwas, was du dich nicht eingeprägt hast, so ein bisschen. Mit Fokus auf was anderes. Ich bin froh, dass es aber nicht ist, weil wo ich die da alle so kennengelernt habe, wie die alle so drauf sind und was das alle so ist, dieses Ganze da, ich hätte da eh nicht, also war ganz lustig so mal zu sehen, aber ich glaube, das wäre eh nicht so für mich. Doch, nächste Staffel wäre was für dich, ja, doch. Das sagst du so, ich weiß nicht. Doch, das macht Spaß, ist das beste Format überhaupt, finde ich. Ich habe ja auch 2014. Das musst du jetzt sagen, weil nee, du da alles so, du kriegst da auch was, du kriegst da, hast da Geld für bekommen. Ich habe doch 2014 mitgemacht und gewonnen. Stimmt, das weiß ich. Und es ist immer eine geile Erfahrung, dieses Jahr war die Lara drin. Kruse, die sagt, es war bombastisch. Ron saß nur rum und hatte Langeweile, aber war auch okay. Ja. Mach mit. Na, mach du mit, komm. Nee, du bist super. Du bist berühmter. Ich weiß nicht ganz, ob ich das mache. Du bist berühmter. Nee, ich muss nicht. Ich mach doch mein Ding. Aber da, weißt du, die waren alle so in dem Hinterraum. Ich bin da meinen Vlog am Hochladen, Clips am Machen. Ich bin da voll am Hustlen. Und die haben über Sachen geredet und deren erste Prioritäten, ja, wo gehen wir dann? Saufen wir hier nachher und sowas? Ich sauf auch, ich mach auch gern Party, aber
also da hast du so einfach so gemerkt, wie so die Prioritäten sind und was die alle so für, ne? Also die einfach, die da mitmachen, die sagen, also von denen höre ich dann einfach oft, dass man doll merkt, wie die so aus so kleinen Mücken so einen riesen Elefant machen, einfach um Sendezeit zu bekommen. Und das finde ich halt super schwierig. Ja, aber dafür steht so ein Format. Also ja, aber das kann ich nicht. Und das hasse ich. Dann werde ich ja richtig sauer, wenn die das machen. Naja, genau. Und dann haben sie alles richtig gemacht. Ja. Weil du wirst sauer, schreist rum, sagst, alles bleibt so, wie es ist. Ja. Und du bist der Depp. Ja, ich fühle mich einfach wie im Irrenhaus dann. Also das will ich. Ich will da gar nicht in die Situation kommen, dass ich mich mit diesem Problem befassen muss. Ich liebe Reality. Gibt nichts Geileres. Ja, das habe ich mir gedacht. So, sorry, ich bewege mich viel. Naja, wenn du dich bewegst, muss ich nur kurz da gucken, dass du Platz hast. Ach, übrigens, ich habe einen Schnuppen, deswegen mache ich öfter so. Nicht schlimm. Ja. Ich mach das auch, weil ich zieh ganz viel Drogen. Ja, genau. Nein, natürlich nicht. Ja, ja, klar. So. Ja, geil, Mann, dass es geklappt hat. Ja. Ich dachte immer, du hast, weil du meinst, da, also, ich meinte, war ein Podcast und du hast gesagt, ihr ladet mich ja nie ein. Also, ja, das stimmt. Ja, das stimmt auch, aber ich dachte so. Ich sehe das bei euch so auf TikTok oder bei dir auf Insta, Reels. Das lädst du als Reels auch manchmal. Was meinst du? Den Podcast so ausschalten. Ja, klar, in die Story. Ja, guck, da siehst du. Zack, fertig. Geil. Findest du cool. Ja. Oha. Nein, so ich gucke, höre ja nicht den ganzen, immer so die Ausschnitte sind lustig. Sag mal, was wir verbessern könnten als Experte. Gar nichts, bis jetzt perfekt. Es sind Getränke da, ich konnte Pippi gehen. Ja. Was sehr wirklich vorbildlich ist. Ich wirklich, darauf lege ich Wert und deswegen ist alles gut. Ich kam an, du standest super lieb unten, hast mir, das, also nicht dieses so, ich komme an, oh, wo muss ich hin, dies, das. Bombe, so, das ist alleine das, dann gewinnst du hin. Service. Steh unten, hol die Leute ab. Ich fahr nachher zum Flughafen und hol Mr. Promi Big Brother ab, weil ich vor 2 Jahren eine Wette verloren habe und ihn seitdem immer vom Flughafen abholen muss. Und das nehme ich aber auch ernst, weil das sind einfach so Sachen, die vergisst der Gegenüber nicht. Mit Schulden, aber Ehrenmann, dass du es machst. Aber das habe ich vorhin in Django im Auto gefragt. Er wusste gar nicht von einer anderen Sache, die du mal gemacht hast. Spoiler jetzt nicht, aber das Promi Big Brother war nicht sein erstes Fernsehformat, wo er mitgemacht hatte. Ja, ich habe einen Quiz vorbereitet, wo du beantworten musst. Und ich war es das perfekte Dinner? Nee. Scheiße, Mann, jetzt habe ich was gespoilert, Alter. Fuck. Ja, da war ich aber noch nie so in dem Game drin und so. Wie alt bist du? 22. Ja, da war er 10. Kannst du das sagen? Das weiß ich safe nicht. Aber kannst du sagen, was du gemacht hast, ohne zu sagen, wie viel du sozusagen da gewonnen hast? Weil ich will mal raten, was. Wo denn? Aber ich muss jetzt wissen, was. Okay, ich sag's einfach. Nein, warte. A, B oder C? Oder D? Oder ist ein Tipp jetzt? D, ja. Wie A, B, C oder D? Das ist ein Tipp, wo er mitgemacht hat. Ja. Ah, Wer wird Millionär? Ja. Jetzt die Frage, was denkst du, wie viel hat Aaron gewonnen bei Wer wird Millionär? Ja, schon smart. 125.000. Oh. Jackpot. Wirklich? Ja. Punkt genau. Ey, stark, hast du es vorher gewusst? Irgendwie? Nein, das habe ich wirklich nicht gewusst. Das ist stark. Steuerfrei. Das war die Diskussion die Tage bei uns. Gewinn aus Glücksspiel. Warum? Es gibt so einen Unterschied. Zum Beispiel, wenn du Promi-Baby mitmachst und gewinnst oder Dschungelcamp, musst du den Gewinn versteuern, weil du auch eine Gage kriegst, weil du hingehst. Hey, du gehst rein, kriegst irgendwas und wirst bezahlt. Das ist wie ein Bonus, wenn du jetzt in einer Fabrik arbeitest und 20 Autos an einem Tag durchballerst, kriegst du einen Bonus versteuert. Wer wird Millionär? Gehst du so hin, kriegst nichts dafür, also kriegst keine Gage oder so, ist auch Glücksspiel und dann musst du es nicht versteuern. Aber wenn man Lotto gewinnt, muss man das nicht auch? Nein, auch nicht. Lottogewinn ist auch Gewinn aus Glücksspiel, komplett bei dir. Das Geile ist sogar, Lottogewinn, weil ich ja eine Lottoannahmestelle habe, weiß ich das. Wenn du verheiratet bist und dich scheiden lässt, ist auch Lottogewinn, was nicht angegangen werden kann. Also es ist nicht so, hey, das kam jetzt rauf, wir machen Hälfte, sondern der bleibt immer beim Gewinner. Das ist auch immer so ein Ding, warum Leute auf einmal heiraten, was denn das angeht, oder sich eben trennen. Habe ich oft gehört, in Amerika und UK oder so, aber vielleicht. Ja, da ist anderes Recht wahrscheinlich. Damn, 125 steuerfrei. Super. Was hast du damit gemacht? Ich guck mal, das erzähle ich in letzter Zeit öfter, ich kann es dir sogar zeigen. Ich bin ja so ein richtiger Nerd. Ich habe noch eine Liste, wo ich aufgeschrieben habe, was ich mit meinem Geld gemacht habe. Guck, hier geht's los. 125, dann habe ich 5.000 Mieter gegeben, meinem Telefon. Wie schnell hast du das offen? Weil ich keine Ahnung. Auto. Habt ihr einfach auf so einem Sperrbildschirm. Ja, wirklich immer. Auto gekauft, Autoversicherung, 2 Jahre, MacBook. Damals hatte ich eine Freundin, bin immer hingeflogen. Fernseher, Wohnung, Kaution, bla bla bla. Geil. Ich habe auch nochmal eine Yamaha DT gekauft für 700 Euro. Und was würdest du sagen, in wie vielen Jahren war das dann weg? Das ging schon. Das war ja bei mir, ich war beim Jauch. Und dann hattest du so einen kleinen Medienhype, weil alle dich cool fanden. Mhm. Und dann war der 3 Monate später aber wieder weg. Und dann geht's so langsam bergab und es kommt kaum neues Geld rein. Ich hatte dir dann noch meinen Kiosk verkauft. Mhm. Und das geht immer mehr raus, immer mehr raus, immer mehr raus. Und irgendwann, ich weiß es gar nicht mehr. Ich kann es dir gar nicht sagen, weil dann war es wieder so, hätte locker 2-3 Jahre gehalten, easy, ohne dass ich Geld verdiene. Aber dann kam ja irgendwann doch ein bisschen ein paar TV-Auftritte, YouTube habe ich angefangen und dann kam ja auch Promi BB, waren ja auch dann nochmal,
ich glaube 35.000 Gage habe ich damals gekriegt und 100.000 gewonnen als. Wie viel war das? Hast du nach Wer wird Millionär direkt mit YouTube angefangen? Weil du hast das da, du hast das da angeteasert, ne? Sogar. Nee, gar nicht. Bei Wer wird Millionär habe ich so erzählt, was ich alles mal machen will. Ja. So, und dann fanden mich alle cool. Ich habe erzählt, das war so, ich habe erzählt bei Wer wird Millionär, dass ich mal zu WrestleMania will. Ja. Ja, mache ich jetzt dieses Jahr, April, endlich, 12 Jahre später. In New Jersey oder so? Nee, Pennsylvania. Ja. Und Dwayne Johnson wird nochmal kämpfen, 40. Deswegen, ich bin richtig hyped drauf. Finch ist da doch auch. Ja, Finch ja, ich war mit Finch zusammen. Mega. Ach, ich und so. Finchy sind doch so eine WWE-Gang. Mega geil. Das ist doch, viele denken gar nicht, wir hatten eine Zeit lang auch eine ganz verrückte Kino-Gang. So Finch, Max Kruse, dann ist aber Max geil. Von Union gegangen. Ja. Hat ihn Finch gehasst. Aber wir sind da so eine Gang. Und genau, ich habe dann immer zu Finchy, komm, lass mal mit Gian. Ja, ja. Ey, komm, lass mal. Und dieses Jahr sind wir alle da. Und, aber der meinte, ihr habt noch keine Tickets. Doch, ich habe Tickets. Die haben auch Tickets. Jetzt habt ihr mittlerweile. Okay. Ne, ich habe, da gibt's ja gerade so zwei deutsche Kaiser. Also Walter, ja. Der heißt da Gunther, ist Österreicher, aber wir sagen mal Deutscher. Und dann gibt's Marcel A. Kaiser. Die werden da so als Imperium aufgebaut bei der WWE. Ist das deren Name, Imperium gerade? Ja, ja, wie Deutsche in den USA werden immer als SS aufgebaut, oder? Muss man ja auch einmal sagen. Yes. Und bei denen läuft's gerade richtig gut. Und mit denen verstehe ich mich gut. Und die haben gesagt, komm, Tickets kriegen wir irgendwie gedeichselt. Geil, Mann. Das ist krass. Weil ich habe gesehen, weißt du, wie viel kostet ein WWE-Ticket bei WrestleMania in der ersten Reihe? Krass gehypt, ne? Ja. Boah, keine Ahnung, erste Reihe. Boah, ich glaube, kannst gar nicht kaufen, oder? Das ist so, Brad Pitt sitzt da und dann... Nein, eben nicht. Das ist ja das Ding. Da sitzen die-hard WWE-Fans, die ihre Autos dafür verkaufen, um 40? In der ersten Reihe zu sitzen. 25.000. Boah. Für einen Tag, ist jetzt mittlerweile 2 Tage. Ja. Also 50.000. Ja. Alter, muss so man überlegen. Weil das sind halt die... und es gibt halt natürlich so... So, die Fans sind ja auch Teil der Show, weil das ist ja auch einfach eine Show, ne? Safe. Und in der ersten Reihe, die haben auch so ein bisschen Einfluss, weil du siehst diese Leute 6 Stunden lang im WWE Network, wenn die Show ist. Und die haben auch so deren Reaktion wird ja auch dann voll eingefangen, weil ja. Teil der Reaktion ist auch so von der Experience. Und die sind halt einfach, das ist für die so, die sind jetzt Teil der Geschichte. In jedem Clip, was eingespielt wird, danach kommt ja über Wochen, werden immer so Einspieler kommen und so. Ja, ja, stimmt. Die sind dann so einfach Teil davon. Das und dann gibt's so 4 Reihen hinter mal die Typen, die mit ihrem Kopf riesengroß hinkommen und sagen, ich sitze hier, dass Mutti die auch sieht. Ja, ja, aber nee, auf jeden Fall ging dann der Hype vor, Wer wird Millionär, war dann so der Door-Opener. Und dann kamen ja also alle auf mich zu und meinten so, was willst du machen? So Vox, ich habe gesagt, ich will gerne reisen, dann kommt Vox auf mich zu und sagt eben, ey, Auf und Davon gab's damals noch, hieß geil. Die Sendung. Das, was passiert da? Auf und Davon, man reist und die nimmt's mit. Und ich war zu der Zeit Single und dann hieß es so, was willst du machen? Ich so, ja, WrestleMania, Wrestling. Dann sagen die so, ja, okay, machen wir. Woche später, du, ist gerade nicht, hat einfach kein Budget. Ja. Was willst du denn dann machen? Ich so, Safari, ey, geil, machen wir. Geil. Woche später, du, haben kein Geld für. Ey, Barcelona, Couchsurfen bei Mädels. Ich so, hä, welche Richtung nimmt das jetzt an? So von WWE zu Barcelona, es war Dezember, ja, auch im Dezember, Barcelona ist zwar warm, aber trotzdem. Nicht geil, ja. Und dann, ja, dann haben wir Couchsurfen gemacht. Ich habe viel Erfahrung gemacht, wo du mitkriegst, Fernsehproduktion macht doch nicht so einen Spaß. Werde ich nie vergessen. Wir waren dann so mit den ganzen Mädels, die wir da kennengelernt haben, so in so einem Club in Barcelona. Und du denkst ja, das ist jetzt nicht, wenn du dann so, wenn der Sender sagt, komm, wir gehen jetzt alle in den Club feiern, ja, wer bezahlt die Getränke? Der Fernsehsender. Der Fernsehsender, genau. Ja. Schön Getränke, bup, 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 auf einmal geht Produktionsstream mittendrin weg. Hä? So ist riesen Topf offen. So. Welcher war das? Vox? Nee, das war Vox, was, aber es war, ich glaube, 99 Pro hießen die. Warum? Heißen die? Sind die pleite heute? Nee, ich glaube, die gibt's noch. Ja. Und auf jeden Fall ist die Redakteurin dann so einfach abgehauen. So. Okay, cool. Und da habe ich den Deckel bezahlt. Das waren nur die 700 Euro. Ich so, boah, krass. Dann Highlight, dann war ich schon abgefuckt. Nächsten Tag ging es aber zurück. Dann habe ich ihr so gesagt am Flughafen, das geht doch nicht. Dann musst du es einfach vorher sagen. Ja. Sag, jeder zahlt seine Getränke. Aber wenn ihr sagt, wir gehen in den Club und machen Party, denkt man so, ihr übernimmt's. Und dann war es damals gab es noch Tegel. Und wir sind Tegel losgeflogen, sind aber Schönefeld wieder angekommen. Weil irgendwie die den Flug anders gebucht haben. Steht mein Auto und alles so Tegel und die so Schönefeld. Und ich so, wie kommt man da jetzt hin? Ja, das ist jetzt nicht mein Problem. Ich habe Feierabend und geht weg. Wir waren mit S-Bahn, mein Bruder und ich hingefahren. Das war, glaube ich, die zweitschlimmste Produktion, die ich hatte für Fernsehen. Was ist die schlimmste? Die schlimmste, da war ich der Checker von RTL 2. Am Ballermann. Nee, einfach, wir sollten Badezimmer checken, was für Beauty-Produkte stehen da. Und da kam der Redakteur auf die Idee, um 9 Uhr morgens auf den Sonntag soll ich bei Leuten klingeln und sagen, hey Julie, lass mich mal rein, ich will in dein Badezimmer. Waren das so Celebrities oder waren das einfach? Nee, das war eine ganze. Ich bin einfach bei mir in der Hut rumgegangen, hab bei Leuten geklingelt. Und dann, weißt du, ich wurde noch nie so beleidigt. Bist du blöd? Und dann, ich sag irgendwann zum Redakteur, du, das wird nichts. Also, ja, was machen wir jetzt? Ich so, hast du 200 Euro bei? Also, ja, ich schreibe jetzt einfach 4 Kumpels, die kriegen alle einen Fuffi und die lassen mich rein. Ja, okay. Hat geklappt. Klar. Das ist aber geisteskrank, dass, also, in so einem Raum, in so einem Meeting mit so
so Redakteur-Heinis, dass die sich da hinsetzen und sagen, das so, sind Ideen. Ey, das ist jetzt ein Banger-Format, das gucken sich Leute an und das wird todeswitzig. So, wer hat diese Leute eingestellt, dass die sowas entscheiden? Das geht nicht in meinen Kopf rein. Auch so, wenn ich so dieses Mitten im Leben oder Familien im Brennpunkt sehe, so, wer schreibt diese Skripte? Ich weiß nicht. Also es war wirklich Horror, weil ich wurde so beleidigt und irgendwann war ich echt froh, wenn der Bums vorbei war. Was war das Geilste, oh, was du mal gemacht hast, was dir richtig gefallen hat? Promi Big Brother, muss ich sagen. Ich bin echt? Ja, wie alt bist du? 26. Ja, es gibt, oh, da seid ihr noch zu jung. Irgendwann gab es Jürgen und Zlatko. Das war so die erste Staffel Big Brother. Jürgen und Zlatko wurden groß gemacht. Zu der Zeit hat Stefan Raab angefangen. Also es ist ewig her. Okay, und da wollte ich, habe ich als Kind mitgekriegt und wollte immer mitmachen. Mhm. Und dass ich dann da angefragt wurde, war geil. Ich weiß noch, der Rainer, der das macht, der hat dann so, der hatte gar keinen Bock auf mich. So, das haben so ein paar, drei, vier Leute entschieden. Marc war für mich, also Marc Rasmus, der war damals von Sat.1 Ansprechpartner, jetzt ist er Sat.1-Chef. Dann irgendwie Markus Wolter und Rainer wollte mich nicht. Und ich so, ja, komm, du kannst, und auch voll der Sack der Rainer. Dann hieß es so, ja, ich bin da und da 10 Minuten am Gate, du kannst vorbeikommen und wir unterhalten uns einmal. Hä? Dann bin ich so zum Flughafen gefahren, hab mich so mit ihm unterhalten und du hast eigentlich mitgekriegt, er war nett, aber so, ja, hopp. Und dann wurde ich es am Ende doch. Und dann im Finale war ich als Fünfter ist Michael Wendler raus, dann Ronald Schill, dann Paul Janke und dann war ich mit Claudia Effenberg im Finale. Und dann wurde das Studio reingeschaltet. So Jochen Schropp, bester Mann der Welt, schaltet rein, redet und du hörst das ganze Studio deinen Namen rufen. Boah. Und dann wusste ich, okay, das Ding müsste ich eigentlich holen. Aber dieses Gefühl war unschlagbar. Also es war das, und Wer wird Millionär natürlich. Mhm. Aber die beiden Dinger waren schon geil, aber es gibt zu vieles. Gewinnt Wer wird Millionär eigentlich, ist das ein Beliebtheitsvoting? Oder wie geht das? Also wie gewinnt man bei Big Brother? Okay. Bei Promi Big Brother anrufen. Ja. Ach so. Anrufen. Ah, okay, also Voting dann, also ja. Beliebtheit. Und der mein größter Kandidat oder Gegenkandidat, also ich war schon die ganze Zeit im Haus beliebt, weil ich das gut gemacht habe wohl, war Hubert K., also einen Tag vom Finale, dann ist der rausgeflogen und dann ging es so ein Finale und dann sah es für mich okay aus, aber nicht perfekt. Und dann, ich kann ja sehr gut auch Leute einschätzen und man weiß ja manchmal, was die Leute hören wollen. Ey, geiler Jogginganzug. Ja, ja, okay. Und dann saß ich da und dann hieß es so, macht mal Voting-Aufruf. Ja. So, okay, dann weiß ich, ich bin kein Fan von, hallo, ruft bitte für mich an, ich ja, will ich das und das. Genau, und dann saß ich im Sprechzimmer und habe gesagt, so Leute, klar würde ich mich über einen Anruf freuen, aber der kostet 50 Cent und da könnt ihr auch morgen beim Bäcker 3 Brötchen kaufen und frühstücken und denkt da an mich, ist mir genauso viel wert, so in die Richtung. Und nach dieser Aussage, krass, pau, die Mutti ist wahrscheinlich der Süße, komm, ruf mich an, ruf mich einmal an, damals war ich noch klein und süß. Und dann weiß ich nur, dass irgendeiner von der Produktion gesagt hat, boah, nach der Aussage hatten wir deine Gewinngage wieder drin, also ging wohl richtig krass ab. Ja. Schlau. Nee, das, aber das erinnert mich so an Sachen, mit denen wir aufwachsen im Fernsehen, jetzt so von Fernsehsendungen. Es gab für mich eine Show, vielleicht für jeden wahrscheinlich eine andere, die war so die Show im Fernsehen, die habe ich immer geguckt. Und bei mir war das Schlag den Raab. Ja, Legende. Geisteskrank. Hast du das auch damals immer? War das so dein immer auch noch? Doch, ich, Stefan Raab, großer Fan, großer Fan. Ja. Ich habe letzten Dienstag einen Tag mit Luke Mokic. Was macht eigentlich Luke Mokic? Und eben der ist ja Raab sein Boy gewesen, war ich auch immer so ein bisschen eifersüchtig. So, wir sind etwa gleiches Alter und Raab hat ihn genommen. Mhm. Und ja, Schlag den Raab, bestes Format, weil, und ich finde, das fehlt heutzutage. Stefan Raab, hast du alles geguckt. Also im Fernsehen fehlt's. Auf Social Media überlebst du ja nur, wenn die Leute mit dir connecten. Ja. Wenn im Fernsehen gibt es sehr viele Moderatoren, die kannst du so mittendrin, so toughen Moderatoren, kannst du manchmal mittendrin, bis auf Dani Aminati, weil der ist auch der Geilste, kannst du so mittendrin austauschen und du kriegst nicht mit, dass es ein anderer ist. Und bei Stefan Raab haben alle geguckt, die ihn hassen, weil die wollten sehen, dass er verliert. Alle anderen wurden so mitgezogen und so Jünger wie wir haben einfach geguckt, weil sie ihn geliebt haben. Ja. Und ich glaube dann, was danach abgelöst hat, war Joko und Klaas, das Duell um die Welt. Ja. Das war dann auch sowas. Aber bis man dann rausgefunden hat, dass es vielleicht ein paar, die ein oder andere gefaked haben. Aber gar, also ich kenne die ja alle auch. Ja. Mein Team, was ich ganz oft benutze, macht auch mit denen. Das ist gar nicht so. Also ich habe irgendwann mal mit Klaas oder mit Tommy Schmidt geredet und meinte so, ey, als sie die erste Staffel gedreht haben, hinterher, wie oft die gesagt haben, oh, das ist aber zum Glück gut gegangen. Ja. Ist so alles drumherum. Ich glaube, wenn es um die Promis dann später ging, weiß ich nicht mehr. Ja. Aber ja, es ist Unterhaltung. Da kommen wir wieder zum Wrestling. Aber trotzdem, es war ja absolut unterhaltend. Ja. Absolut. Das kann man nicht anfechten. Und Wrestling ist auch so. Ist ja alles abgesprochen und es funktioniert, aber es ist geil. Und wenn da so ein Typ aus 12 Metern Rückwärtssalto auf den Tisch macht, wo ein anderer liegt, glaube ich, hat der danach auch 2, 3 Blockaden im Rücken. Ja. Mhm. Und deswegen, das ist die Unterhaltung. Ja, das war, also das ist für mich das Allerhöchste. Hättest du noch was anderes gesagt? Nee, also ja, Schlag den Raab auch. Ich fand's immer, ich war so traurig, als das dann vorbei war. Ja. Weil da war auch dieses VOG-WM und immer dieses, ich habe mich so gefreut, um auf dieses, ich war ja noch jung. Die, oder die Stock-Car-Crash-Challenge, oder? Geisteskrank. Ja.
Ja, ich dachte immer so, ich will auch mal mitfahren können. Ihr müsst ja mal überlegen, wie groß ProSieben ist. Riesig, ja, 24/7, ja. Sat.1 gehört dazu, blablabla. Stefan Raab hat zu Top-Zeiten, habe ich mal gelesen, 7% der Werbeeinnahmen von dem Sender. Also es ist ein Riesending, 7% kam über den, der hatte auch geile Deals, glaube ich. Und mal gucken, was jetzt noch kommt mit Raab Entertainment, aber das war krass, bester Mann. Er hat auch nie seine Familie oder so irgendwas gezeigt. Ah, doch, einmal hast du gesehen. Echt? Ja, ich will nicht unterlassen werden. Er war in einer Sendung zu Gast, in einer großen Samstagabendshow. Und da war auch Michael Schumacher, also wisst ihr, wie lange es her ist. Boah. Und da fährt so die Kamera so durchs Publikum, wie es so bei Samstagabend schon geht. Und da sitzt dann so der Moderator und sagt so, ey, guck mal, deine Familie. Und Raab saß da und Raab so, nee, schwenk mal weiter. Ah, der wollte das ja nie. Ja, richtig, auch alles richtig gemacht. Ja. Was hat mir Luke erzählt? Raabs großes Motto ist never explain, never campaign oder so. Und das stimmt ja auch. Hattet ihr schon mal richtig Shitstorm, so einen richtigen? Nö, also Shitstorm nicht. Wird mal Zeit. Kleine Sachen nur, aber. Ja. Hast du dich dann erklärt? Ja, geht ein bisschen. Dumm. Ja, dumm, ne? Dumm. Also, oh, das ist dumm. Weißt du was? Das abnehmen. Ist dumm. Nee, das abnehmen. Ist meine Kamera und ich muss gucken, wer hier, ob hier ein Dieb kommt. Never explain, never complain. Nee. Ja, genau, fuck you, ich klingelt eben. Nein. Ja, du hast recht, eigentlich nie, einfach weitermachen, ne? Einfach nicht weitermachen. Reden. Ich hatte so viel und zum Glück bin nie drauf eingegangen. Besonders, was für mich so ein Aha-Moment ist, ich hatte mal was für die Bundeszentrale für politische Bildung, ja, keine Ahnung, wie die mein Kunde wohnen. Und hab Pfandflaschen. Ich finde Pfandsystem in Deutschland geil. Mhm. So, ey, wenn du im Gegensatz zu Malle oder so, ob es jetzt dann wieder wirklich die Flaschen zurückkommen, aber unsere Straßen sehen eben schön aus. Und ich bin Pfand. Und es gibt aber auch eine andere. Weiß ich jetzt nicht, mit dem schön aussehen. Kommt drauf. Ja, also so stell mal vor, wenn das nicht wäre. Ja, wirklich. Wie stell das dann mal, geh mal Malle oder. Ja, ja. Und da gibt es aber auch, es gibt eine Anti-Pfandflaschen-Lobby. Habe ich so Werbung gemacht, so, hey, Pfandflaschen sind gut. Da haben mir Leute geschrieben, du Penner, Pfandflaschen sind scheiße. Und ich nehme so, wow. Ja, war sauer. Das ja, Geld und dann denke ich mir so, ey, ich glaube, du könntest sogar so Robbenbabys so von so einer Ölpest befreien. Ja. Und Leute würden dir so schreiben, du Bastard, ich esse die voll gern. Ja. Hättest du mal geschlachtet. Ja. Und dementsprechend habe ich mitgekriegt, egal, wenn jemand dich hasst, ist wie beim Fußball, gelbe Karte. Ich habe noch nie einen Schiri gesehen, der hinterher gesagt hat, du hast recht, komm, nimm mich zurück. Ja. Tut mir leid. Das, vielleicht das Ähnlichste, was ich hatte, war, wo einfach nur negative Kommentare waren auf Instagram, als ich gepostet habe, dass ich mir ein E-Auto gekauft habe. Weil da ist dann in die ganz falsche Schiene geraten. Ja. Das ist so in Autogruppen gelandet und so. Und ja, so, Digga, das sind so, keine Ahnung, so LKW-Treffs, so Motorrad-Gangs, so, das ist dann, die haben halt geschrieben, was ich für ein Hurensohn bin und so. Dass ich das nicht antun kann, dass die hoffen, dass ich im Auto verbrenne und so. Also, Digga. Und hast du es noch? Ja, aber das ist halt echt krass, wie die Leute das einfach aus Prinzip hassen, weil es ein E-Auto ist. Die hassen das nicht, weil das so aussieht, wie es aussieht. Die hassen das nicht, weil es aus Amerika ist, sondern die hassen das aus Prinzip, weil es ein E-Auto ist. Ja. Ja. Aber die wissen auch nicht die Vorteile, die ich damit habe. Ich darf damit auf Busspur fahren, Leute. Ich darf damit in Berlin auf der Busspur fahren. Ich hab geile E-Parkplätze in verschiedensten Städten. Nein, Städten komm, auch. Also komm, jetzt ich hatte ja auch eine Zeit lang E-Auto. In Berlin E-Parkplätze sind immer von Verbrennern geparkt. Das stimmt auch. Ja, also sehr so oft, auch die Ladestation, wie oft ich laden musste und dann kommst du an, steht da wieder. Weil, wie oft ich überlegt habe, ob ich dem jetzt den Seitenspiegel abtrete. Ich habe einmal Polizei gerufen, deswegen. Boah. Ja, richtig. Ja. Da weil ich aber nur eine halbe Stunde gesucht habe um meinen Block und ich brauchte einen. Und dann waren alle besetzt, also und dann war der eine, der besetzt war, halt so ein Verbrenner und ich dachte, Digga, das kann nicht sein. Habe ich angerufen. Und haben sie ihn umgesetzt auch? Standest du daneben mit Handy so, ja! Das hatte ich, glaube auch erzählt. Ich bin so nach Hause und dann rufen die mich so an und sagen sie, wo sind sie? Und ich so, ja, zu Hause. Ja, wie sind sie nicht hier? Ja, wie soll ich warten, bis ihr kommt oder was? Und so, ja. Ich so, hä? Warum? Die meinten, ich sollte da warten, bis also um das irgendwie zu melden. Aber so, die können auch selber gucken, dass das Auto nicht da stehen sollte. Ich finde, in meiner ich mache ja sehr viel mit der Polizei. Meine Aufgabe ist sowas nicht Aufgabe der Polizei, sondern eher vom Ordnungsamt. Ja. Weil das heißt ja schon Ordnung. Und deswegen sollen die ordentlich auf die. Ja, fand ich ganz schlimm. Ich hatte eine Zeit lang überlegt, ob ich so Eier immer einfach Eier so auf die Frontscheibe werfe. Das wäre so die Rache. Aber nee. Du hast vor kurzem noch mit Ordnungsamt was gemacht, oder? Der Polizei. Ordnungsamt mache ich nicht. Was hast du mit der Polizei gemacht? Ich mache mit der Polizei seit, glaube ich, fast schon 8 Jahren. Damals war ich noch jung und schlank. Stimmt. Verschiedene Videos. Und das ist das Geilste überhaupt. Übel geil. Also ich muss sagen, Polizei ist wirklich, ich habe ich glaube, wir hatten schon über 20 Drehs. Ich hatte nie irgendjemand beim Dreh, wo ich hinterher dachte so, oh, war schwer. Mhm. Immer alle gut drauf, immer nett, immer motiviert. Und ihr habt ja auch so ein paar Werbekooperationen. Wie oft? Und Polizei bezahlt mich nicht. Das muss ich einmal sagen. Das ist einfach, man versteht dürfen sich. Dürfen wahrscheinlich auch nicht, oder? Ja, die haben schon Töpfe und so. Aber ich will es gar nicht mehr, weil ich habe damals ich bin auf die zugegangen, habe gesagt, wollen wir was machen? Mhm. Und da waren die, zu der Zeit war ich noch Venus und Pöbeln und alles so extrem, haben die gesagt, komm, machen wir mal. Und das werde ich denen nie vergessen und immer dankbar sein. Und deswegen werde ich auch nie sagen, ey, zahl mal jetzt. Ja. Weil, ey, die geben mir die Möglichkeit. Ich wurde vom Hund angegriffen. Wotan, so ein Brocken wie du, der springt dir in den Beißarm. Geil.
Ja. Und auf jeden Fall, deswegen die Polizei zahlt nicht, die haben mir immer die Chance gegeben und die sind trotzdem mein Partner. Und ihr kennt ja so manchmal Drehs mit Kunden, die planen und du denkst, wer hat das geplant? Das ist wie, geh mal Sonntag früh klingeln. Oder Polizei. Geh mal Barcelona in den Club und mit Partei ja. Zahl selber. Und mit Berliner Polizei on point geplant. Ja. Seid dann und dann da, hier und dann wird aufgebaut, ihr fahrt das und das. Natürlich haben die keine Möglichkeiten, uns den Abend zu sagen. Ja. Also wirklich, wir fahren da einfach ja, klar, mit. Du musst und wenn nichts manchmal, ey, Berlin ist manchmal echt ruhig. Was war das ja. Krasseste, was du denn erlebt hast mit denen? Boah, schon verschiedenes. Also ich muss sagen, mein erster HA-Effekt ist so, wo ich auch ganz krass mit der Polizei so committed habe, ist, da war ich mit einer Polizistin und Polizist unterwegs, Zweierstreife, und die wurden so nachts in so einem Park geholt. Und dann laufen die da so zwei dunkler Park, klar, die Funzel und so, wir mit dem Team noch dahinter. Funzel? Funzel, kam, Taschenlampe. Ah. Und dann hörst du so Assis wie ihr, so die im Park chillen. Ja, so, ja, und dann hörst du noch so zwei, drei Hunde bellen. Und dann denkst du, boah, wenn die, wir sind jetzt da, aber sonst müssen die doch zu zweit hingehen ja. und für Ordnung sorgen. Und dann kriegst du eben schon mit, dass es so ein paar, die wohl nicht um 8 Uhr am nächsten Tag auf Arbeit müssen, Leute ja. sind. Mhm. Und dann sagt der Polizist auch voll zurecht, ich sehe ihren Hund nicht, kommt der Hund auf mich zu, schieße ich. Vollkommen zurecht, ja. weil er weiß nicht, kommt da so ein 80 Kilo Rottweiler an ja. oder ein Pfiffi und die dann herumgebrüllt und dann direkt diskutiert, wo ich sage, warum diskutiert ihr? Ist doch total verständlich. Ja. Und das war so das erste Mal, wo ich so dachte, boah, krass, Polizei, harter Job. Dann ist auch, dass dieses, du kriegst, die kriegen, werden auch nicht so krass bezahlt, sagen wir mal, die kriegen 3.000 netto. Das ist wenig Geld, um ein Held zu sein jeden Tag, ne? Also für 3.000 Euro immer dein Leben zu riskieren, ist schon das auch sind heftig. Bombenleute, dann muss ich natürlich sagen, so immer mit der Hundertschaft umherfahren ist geil. Ja. Eine Sache, die ich krass fand, wir sind letztens Autostaffel rumgefahren, beim ersten Mal Autostaffel gar nichts passiert. Wirklich war langweilig, echt krass. Beim zweiten Mal geht's schon los, es pisst wie aus Eimern, wir denken so, okay, wird wieder nichts, weil alle sind zu Hause. Dann fahren wir Seestraße hoch, kennt ihr, wenn ihr Seestraße auf die Autobahn hochfahrt? Mhm. Ich glaube, das ist das Tempelhof da? Irgendwie? Ja, genau, da wo, Tegel, nee, Tegel, wo ist so Tegel? Andere Seite okay. bist du. Ja. Auf jeden Fall ist da eine 50er, wird zur 80er, fährt einer mit 160 an uns boah, vorbei. Ach, boom, so BMW, richtig krass. Und ich so, geil, das wird ein geiles Video. Wir sind dem gefühlt ewig hinterhergefahren. Irgendwann haben, und dann waren da so drei jungsche Typen drin, die waren dann wahrscheinlich so, geil, wie du abgefahren bist. Und dann haben wir uns so mit unserem schwarzen Auto so vor die geschoben, als wir wieder rankamen. War das zivil? Ja, wir waren zivil. Oh, das ist auch geil. Zivi-Polizei, so, auch die sagen auch, Aaron, wir sind ja zivil, wir lassen uns nicht wegen 10 km/h zu schnell fahren, ja, fliegen wir nicht auf. Wenn, ist es wirklich so Führerschein weg. Ja. Und dann sind wir so vor denen und die sind davor gebrettert, ey, das hat aus Strömen geregnet. Aquaplaning, der Polizist gefahren, wie bei GTA, weißt du, wenn du so einen guten Abend hast. Krasser Typ. Geil. Und, dann, mit 4 Sternen waren die unterwegs. Ey, und dann ist wirklich so, und dann schieben wir uns vor denen, und jetzt weißt du, und du siehst noch die Buddies da drin so sitzen, wow, geil, wir sind gerast. Und dann kommt so hinten dieses Schild durch, Polizei, bitte folgen. Oh. Ich würde gern so wissen, wie die Motivation da drin war. Herz. Ja, du kannst dich auch ein Straßenrennen mit dir selbst fahren. Du kannst dich mit dir selbst ein Straßenrennen fahren. Ja. Also du kannst, wenn du Gas gibst, fährst du ja, ich will voll also ausfahren. Gesetz, Gesetz, ja, ja. Okay. Aber der ist davor auch mit einem Tesla von Miles noch gegeneinander gefahren, mit so einem E-Autofahrer wie dir. Ja. Und auf jeden Fall, boah, und dann haben wir die komplett, ey, das ist ja, habe ich auch gelernt, neu. Du fährst jetzt Auto, ja, und du fährst wie eine Sau, weil du ein Idiot bist. Und dann fährst du 150 und dann kommt ein 120er-Schild. Ja. Wenn dich dann die Polizei erwischt, kann man sagen, oh, eins hast du nicht gesehen, passiert. Komm, hast gerade nach links geguckt und gesagt, okay, ab dem zweiten Schild ist es nicht mehr fahrlässig, sondern vorsätzlich automatisch Geldstrafe mal 2. Ach du Scheiße. Wir haben zusammengerechnet, der Typ hat dann, das ist ja auch so geil, die Polizei verfolgt dich und filmen alles. Und dann kommentieren die das so, so Spurwechsel ohne Blinker, über drei Dinger rüber. Stimmt, die leugnen das auch immer dann. Ja, sagen, richtig, und dann, warum macht ihr das? Vor Gericht und so. Und dann kommentiert ihr das wie so ein Fußballkommentator. Ja. Und dann haben wir so aus Langeweile da gestanden. Von dem war das Auto weg, Führerschein weg. Und wir waren so bei 4 Mille Strafe. Was, 4.000? 4.000, ja. Geisteskrank. Aber das Auto heißt Auto weg, das wird dir abgenommen für 0 Euro und du kriegst es nie wieder? Oder was heißt das? Das ist auch, habe ich auch erst später gelernt. Das Auto wird dann abgeschleppt, wird konfisziert, weil dann wird es ausgelesen, wie schnell bist du wirklich gefahren. Mm, ja. Dies, das, plus, ey, das ist, nimmt die Polizei mit. Pro Tag, wo das, alle Angaben so richtig ohne Gewähr, aber nach meinem Infostand, pro Tag, wo dein Auto nicht bei dir steht, sondern bei der Polizei auf dem Hof, 30 Euro. Boah. Als die Kuh am Raser, da stand das Ding 2 Jahre da. Musst du mir überlegen, nach der Strafe, was die dann noch anpacken. Bei der Polizei. Dann musst du das zahlen, damit du es wieder kriegst. Ja, und das und dann Strafen, bla bla bla. Und du musst es aber abgeben, solange wieder dein Führerschein weg ist, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, dein Kumpel kann es auch abholen. Wenn es alles geklärt ist mit der Polizei, kannst du es wieder abholen. Aber der Typ war natürlich, der hat dann erzählt, der will nächsten Tag eigentlich, wollte er in die Türkei mit Auto rüberballern. Konnte er natürlich nicht. Führerschein weg, direkt mit. Schon geiles Ding. Danach, was ich auch nicht wusste, in einer Dingsbums fahren wir so und da fährt so ein Typ so ein bisschen schneller. Und ich achtet ihr auf TÜV und sowas?
Und bei anderen Autos so hat der Typ, die Polizei hat so einen Blick rausgezogen. Der Typ hatte keine Versicherung mehr und war über den TÜV, nur dadurch haben sie es irgendwie mitgekriegt. Mhm. Wir haben im November gedreht und Versicherung zahlst du im Januar. Mhm. Also über 10 Monate ohne Versicherung gefahren. Was passiert? Strafe mal 10? Nee, also die Polizei sagt erstmal Auto abstellen. Keine Ahnung, war logisch. Die Polizei sagt Auto abstellen. Ja. Und wenn du die Versicherung nicht bezahlst, meldet es die Versicherung der Zulassungsstelle. Und dann nehmen die deine Autozulassung und zerreißen die. Nehmen die mit. Und dann musst du eben dir wieder eine neue Versicherung holen, um dass du dein Auto wieder zulassen kannst. Oh. Und dann gibt's auch Strafen. Auch schon mal interessant, geiles Ding. Dann hatten wir so einen jungen Typen mit einem Mietwagen, der auch irgendwie 40 km/h zu schnell gefahren ist. Wir lernen gerade Gesetze, Alter. Ja, wirklich. Ja. Der ist mit seinem Mietwagen 40 km/h zu schnell gefahren. 3 Monate Führerschein. Der hat auch geguckt, Alter, der hat an dem als wir ihn rausgezogen, glaube ich, so eine Packung Tabak weggeraucht von Nervosität. Und dann war noch mein Highlight, so kurz vor Ende fahren wir so Kudammhöhe auf der Autobahn. Und dann quatschst du natürlich mit den Kollegen in meinem Auto und redest über Gott und die Welt, macht doch super Spaß. Und sag ich irgendwann zu dem, ey, warum fahren wir denn die ganze Zeit neben der Mutti? Und dann sagt er so, naja, die merkst nicht, wie die fährt. Ich so, ja, die dribbelt so ein bisschen ihr Handy, aber sowas ziehen wir doch nicht raus. Also nee, die hat getrunken. Ich so, ach. Die sehen sowas, die haben auch Erfahrung, ja, ist krass. So, ne? So, dann kommt so eine Baustelle, die kennt ja so, wenn dann die Game-Spuren kommen und dann geht's so nach links. Ja, da musst du. Und sie gibt ihm über alle, so über 3 Fahrstreifen ohne Wechsel. Er sagt, guck. Ich so, okay, rausgezogen. Optisch wirklich von uns allen die Mutti, Buchhalterin, Brille, alles drumherum. Wir dann so gequatscht, weil wir dachten immer noch nichts. 1,3 Promille. Alter. Ja. Mitten am Tag wahrscheinlich, oder? Nee, das war abends um 2 Uhr. Okay. War so Weihnachtsfeierzeit auch so 1,3 Promille. Ah, ist schon krass. Also vor allem so groß mit. Es ist so ab, einfach ab, alle. Ab so 60 verstehe ich nicht, wie Leute dann kriminell sind. Weißt du, das macht keinen Sinn in deinem Kopf. So ab 60 können nicht kriminell sein, weil ja, das was heißt kriminell, so, die ist kriminell, so die ist halt einfach blöd. Okay, aber so ist nicht gut, ja. Dass die das gegen das Gesetz verstoßen, ab 60 ist so, geht nicht in meinen Kopf rein. Also das war wirklich, das war so eine Autobahnpolizei, das war so ein 6er im Lotto. Wir hatten alles drin, deswegen haben wir auch bei der letzten Vorbesprechung gesagt, so ey, Autobahnpolizei können wir eigentlich nicht nochmal drehen, weil wir hatten die beste Folge. Ja. Wir hatten die geilste Folge überhaupt. Und deswegen drehen wir dieses Jahr aber bei der Polizei ein paar Sachen, freue ich mich immer drauf, immer spannend, immer geil. Und das Highlight war wirklich, dass wir einen Enkeltrickbetrüger hops genommen haben. Oh. Also das habe ich gesehen. Mit so einem Bulli seid ihr dann Zugriff und so. Genau. Und wir sind ja wirklich dabei. Also es ist wirklich so Schockanruf. Hey Julie, hier ist dein Bruder. Hast du einen Bruder? Ne, Schwester. Deine Schwester? Ich war gerade verwirrt. Deine Schwester hat willst du mein Geld? Nee. Ich gebe dir alles, was du hast. Deine Schwester hat einen Unfall gebraucht, ruft so einen Typ an und es war mit einer Oma und die ist dann mal Alex zur Sparkasse gegangen. Ja. Hat gesagt, so als Beispiel so 20 Euro. Ja. Hat sie 20 Euro abgeholt, hat sich mit dem Typen getroffen. Aber wenn die einmal die melken, sagen die, okay, wir bleiben jetzt so lange dran, bis es geht. Also wieder angerufen. Nee, es ist immer noch, die OP wird schlimmer, das da und da. Nochmal 20. Und dann muss man sagen, Jackpot, die Omi wieder zur Sparkasse gegangen. Habt ihr mitgespielt, einfach so, die geht. Nee, das haben wir noch gar nicht mitgekriegt. Das hat die Omi allein gemacht. Beim zweiten Mal, als sie zur Sparkasse gegangen ist, hat die Sparkassendame am Schalter mitgekriegt. Sag mal, die Oma holt nie Geld ab. Und jetzt auf einmal 20 und will jetzt nochmal 30. Polizei angerufen. Hat die Polizei gegangen, meint, oh, was bei ihnen los und so. Und sie so, ja, meine Enkelin hat einen Unfall in Griechenland und ich muss jetzt zum Typen Geld geben. Wow. Und dann sind wir so wirklich mitgefahren mit der Polizei und dann hast du wirklich gesehen, die Oma wurde von den Tätern beschattet. Dann kam da der Django mit E-Roller, ist mit ein bisschen mit ihr mitgefahren, ist dann umgedreht, da stand dann Aaron, ist mir wieder mitgegangen und die ganze Zeit am Telefon. So, die Oma läuft jetzt da lang, also die befolgen das Opfer bis in die Sparkasse rein, dann wieder raus und dann haben wir sie am Arsch der Welt, hat sich so ein Typen das Geld so aus dem Auto gegeben und dann kamen so 2 Zivilpolizisten und ich muss sagen, ich erkenne Zivilpolizisten nicht. Ja, ist auch stark. Ey, die waren wie Chamäleons. So auch einmal standen wir mit der Polizei so Fahrradstreife irgendwie so da und da standen die ganze Zeit so, ohne gemein zu sein, aber so 2 typische Südländer mit Philipp Plein-Shirt, so Glitzer, Bauchtasche vorne, Gucci und du dachtest die ganze Zeit, boah, die lappen doch die Polizei so voll, so hey, was macht ihr hier? So wie du die Volllapper kennst, das waren die Zivis. Alter. Ich so, boah, ihr seid die Geilsten. Und dann haben wir eben den Typen festgenommen und dann war es wirklich so, im Bus, der Typ, der festgenommen war, saß hier. Hier Joe, der Polizist, und ich daneben. Und dann führen wir ein Interview und er ist daneben festgenommen. Darfst du dann sein Gesicht zeigen? Nein. Musst du zensieren, ne? Zensieren wir. Okay. Geil. Aber die können nicht sagen, du darfst nicht filmen. So. Nee, weil wir zensieren sie ja, begleiten die Polizei, völlig fein. Oh Gott. War unangenehm. Oh ja, aber er konnte kein Deutsch. Was auch ganz geil. Oh, ich verrate jetzt voll viel. Nee, das kann ich nicht verraten. Also alles ist auch im Video gewesen, oder? Ja, im Video, aber ich weiß nicht, ob. Manchmal, wenn das dann so.
Leute, die nicht Deutsch als Hauptsprache haben, ja, und dann irgendwie mit, dann dürfen sie ja im Gefängnis telefonieren, ja, oder unterhalten sich mit jemandem, schicken die Polizisten meistens jemanden rein, der die Sprache kann, der tut aber so, als wenn er es nicht kann, genau, und dann hört er ihm zu, was er auf Polnisch und so, ob er sagt so, ja, hast du wenigstens die anderen 20.000 weggepackt. Ja. Geil, ich lieb's. Also Polizei, beste, kann ich allen empfehlen. Was willst du noch so mit wem drehen? Wo hast du das vor? Soll ich euch sagen, mit wem ich demnächst drehe? Ihr seid die Ersten. Wer guckt im Verhör? Vom Spiegel TV im Verhör. Doch, klar, im Verhör mit irgendwelchen, und dann geht's irgendwie über die Mit Mördern? Ja, nee, mit Klaas Meyer-Heuer und Thomas Heise, das sind ja die Spiegel TV-Reporter. Ja. Klaas Meyer-Heuer und Thomas Heise sind die krassesten Typen der Welt. Wenn wir alle denken, wir sind krass, nein. Klaas Meyer-Heuer und Thomas Heise sind die Spiegel TV-Reporter, die mit einem Kameramann und einem Tonmann in die Gruppe Abu Chakas gehen und sagen, wo sind die Goldmünze? Ja. Richtig. Ja. Das habe ich geguckt. Und die haben ein Interview gemacht mit Jannis. Jannis Ex-Banditos-Chef. In Jena, Weimar und alles drumherum. Und mit dem, der ist jetzt raus, will einen Gnadenhof machen, und mit dem chill ich den nächsten Tag. Mega krass. Ich habe jetzt sein Buch gelesen, Bombe. Also darauf, das ist so für mich wirklich ein Highlight. Ja. Was ist noch ein Highlight dieses Jahr? Mit Markus Rühl unterwegs sein ist immer geil. Markus, geil. Bester Mann. Mhm. Kennst du gar nicht. Wenn du Sport machen würdest, würdest du es kennen. Natürlich Markus kennst du Markus Rühl. Markus Rühl, doch, klar. Ja, nee, ich wollte ihn verarschen, kam bloß nicht so an. Weil warst du nicht mal Fitness-Influencer? Nein, ich war nur... Alter, das tut weh. Was denn? Warst du nicht mal? Nee, nein, du bist doch jetzt auch Unterhaltung, Lifestyle geworden. Ja, ich hatte nur... ich kann verstehen, dass du das denkst, weil ich habe bei Rocker gearbeitet. Ah! Genau, ich war so, nachdem Rollen gegangen ist, nach so 2-3 Monate, hatten die einfach ein Loch, was so Content angeht. Ja. Und ich sollte dann war auch die Zeit, wo Julian meinte, TikTok könnte mal was werden. Hat er mich eingestellt, dass ich da einfach den TikTok-Kanal von Rocker mache. Und dann habe ich auch einfach oft mit denen, war ich auch im Training, weil die haben mir viel beigebracht, was Fitness angeht. Ja. So mit Johnny, mit Paul und so, die haben mir einfach, ich hatte voll keinen Plan vom Gym, ja, aber ich wollte es gerne machen. Da fand ich das ganz geil. Ich gehe mit denen ins Gym, ich drehe mit denen, die zeigen mir, wie Gym funktioniert. Konnte auch die ganzen Subs von denen natürlich haben. Es war so Win-Win für alle. Als Finanzamt zuguckt, du hast die natürlich bezahlt. Wie? Die Subs, du hast die nicht kostenlos gekriegt. Ja, natürlich. Ja, alle bezahlt. Das war ja alles abgesprochen. War kein Geschenk, Geld nach Vorteil. Nein, ich habe auch nie welche aus dem Office mitgenommen, die ganze Zeit, die da rumstanden. Nein. Nie. Und bei eBay verkauft? Nein. Boah, nein. ja, das hat mir sehr geholfen. Aber deswegen habe ich dann auch so eigentlich gut durchgezogen für so 1,5 Jahre. Und dann kam der Boxkampf. Da musste ich irgendwie alles umstellen. Weil von so Krafttraining auf so Ausdauertraining war damals ganz. Aber du hattest gar keinen Kampf, oder? Nee, weil mein Gegner hat sich die Rippen gebrochen. Gegen wen? Ach, das war Varion, der Lappen. Also du weißt es. Ja, natürlich. Ja, alle Fragen gemacht. Das war für mich sogar der Highlight-Kampf, muss ich sagen. Ja, ich Crispy gegen gemacht. Jonas war schon geil noch. Mhm. Aber so, ich war ja beim ersten Boxkampf vor Ort, war ein geiles Event, Bombe. Ja, und als ich dann gesehen habe, du gegen Varion, boah, meinst du, wer hätte gewonnen? Ich habe mich schon gut dabei gesehen, weil ich einfach, also vom Feeling her, ich war super ready, ich war super fit und ich habe einfach Selbstvertrauen gehabt. Also ich glaube auch. Ich denke schon. Ich habe damals mit Stani, nachdem der gegen Leon gekämpft hat, war ein Tag später bei mir im Kiosk und hat gesagt, du Aaron, ich bin da einfach rein wie ein Panzer, habe Leon 2 gegeben und dann war der Schock da. Du hast richtig angesehen, der hat mitgekriegt, oh, ist ja wirklich ein Boxkampf. Mhm. Und Stani ist eben Maschine, muss man auch sagen. Ja. Ich glaube, ich habe einfach sehr gute Vorbereitung gehabt, weil meine Trainer haben mir so einfach geisteskranke Boxer im Sparring gegeben, die mir einfach so auf die Fresse gegeben haben. Und er hat immer gesagt so, ey, wenn du im Training so hart auf die Fresse bekommst, dass im Boxkampf die Schläge so sind wie, ja gut, voll locker oder so, warum, der schlägt ja gar nicht richtig zu, da bin ich viel entspannter im Kampf, weißt du? Wenn ich im Training die besseren Bomben habe. Kannst du Boxkampf machen? Nee, ich würde irgendwann treten. Ich habe ein Training. Ach stimmt, habe ich auch gesehen. Na, echt? Natürlich. Geil. Ich finde dich ja sehr unterhaltsam, ich finde euch ja beide sehr lustig. Und da hast du ja richtig auf den Sack gekriegt. Ja, das war echt. Ja, ich kann es nicht. Auch so, ich habe mal mit Uwe, ich musste mal für Shame Game, das war so eine Joint-Sendung, gegen Flying Uwe MMA machen. Boah. Ja, der lag irgendwann so aus, der hat nur gelacht und ich dachte mir so, du Penner, Alter. Und der hätte mich so zerrissen. Und ich glaube, so Gewalt und Kampfsport ist eben... Uwe meinte so, wenn dich jemand schlägt, musst du es willkommen heißen. Und ich so, nein, will ich nicht. Ich will nicht, dass mir jemand ins Gesicht schlägt. Und deswegen, ja. Wie ist es, wenn du trainierst und dann denkst du so, ach, doch nicht. Wie meinst du? Nee, du hast ja trainiert ewig lang und dann hieß es, Kampf ist nicht. Schade, Marmelade. War scheiße. Ach so, das war sehr schade. Es wurde auch noch Ersatz gefunden. Also so theoretisch hätte es vielleicht einen geben, der Ersatz hätte sein können. Wer denn? Edis. Aber das war halt so, dass... wurde gesagt, er hatte schon mehrere MMA-Kämpfe und es war so 4 Tage, 5 Tage vor dem Boxkampf. Er hatte null Vorbereitung gehabt und ich wollte schon einen Kampf haben, der einfach Bedeutung hat. Ja. Hätten wir dann gekämpft, hätte entweder gesagt, hätte ich gewonnen, der war viel besser vorbereitet, hätte Edis gewonnen, hätte es vielleicht geheißen, ja, Edis hatte viel mehr Erfahrung oder das und das oder voll peinlich, dass Julie verliert. Es war kein Kampf auf Augenhöhe dann und ich würde gerne einen haben, wo Bedeutung hat. Wo beide dieselbe Vorbereitung haben. Kommt noch einer?
ist, wenn es eine dritte Fight Night gibt, was die erstmal gesagt haben, ich weiß nicht, ob ich sagen kann, aber ich glaube, die würden das gerne, natürlich sollte das man das machen, weil es war super erfolgreich. Ja. Ja. Nichts würde dagegen sprechen, so denke ich mal. Wenn die das machen, dann werde ich auf jeden Fall nochmal gerne mitmachen, wenn ich gegen mitmachen wen? Darf. Das ist offen. Aber auf wen würdest du gerne aufs Maul hauen? Also bei wem, weißt du, welcher aus eurer Bubble oder insgesamt, wo du sagst, oh, da wäre der Kampf nicht nur sportlich, sondern dem würde ich schon gerne mal die Kauleiste zurechtdrücken. Gegen wen hast du ein Problem? Ich kämpfen? Ich habe gesagt, ich würde gegen Rob machen, wenn er machen will. Ja? Ich habe gesagt, ich würde gegen Nicky machen, wenn er will. Mit richtiger Vorbereitung. Von Trimax, der Bruder. Der hat ja auch gegen Noah gewonnen. Sonst, ich bin offen, weil ich fand bei Varian cool, dass ich Underdog war. Er war größer als ich, also er war schwerer als ich. Ich fand das so eine richtige Challenge und ich möchte wieder so eine Challenge haben. Also wenn jemand auch jetzt Erfahrung hat, zum Beispiel jetzt wie Edis. Aber gibt es so, auch einen, wo du Hass hast, wo du sagst so einfach... Nee, weil ich finde das ist viel cooler, wenn du Respekt hast vor dem Kampf, anstatt dass man so dieses Fake-Beef oder Beef haben muss im Internet. Ich finde lieber geil, wenn es so respektvoll ist. Okay. Ja. Mit wem würdest du gerne mal kämpfen? Ach, ich mach sowas nicht. Das war mir sehr brutal, muss ich sagen, da teilweise Jonas Ems, der da irgendwie mittel gebrochen, Gehirnerschütterung, der ist da von Bali, musste der zurückfliegen, nur für eine OP und ist wieder nach Bali geflogen. Sowas. Ja, muss man sich auch leisten können, wa? Was hast du in Gage gekriegt? Und durftest du Rechnung schreiben, obwohl ausgefallen ist, weil du hast ja deine Arbeit gemacht? Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Doch, darfst du. Hat mir Join erlaubt, haben sie uns gerade geschrieben, hier, guck mal, Join. Das stimmt, wenn ich sagen darf. Also natürlich gab es eine Gage, das ist ja klar. Fünfstellig? Aber ich weiß nicht, ob ich sagen kann, ob die dann passiert ist oder nicht. Natürlich, sag doch einfach. Ich habe doch auch erzählt, wie viel ich bei Promi Bibi gekriegt habe. Ja, okay, das ich habe da nichts bekommen, weil ich nicht gekämpft habe. Wirklich? Nee. Du Lügner. Er lügt voll. Er sagt, er macht jetzt diese Antwort. Ist so. Und fasst sich wieder an den Schwanz. Ja, wirklich, der Lügner. Der Lügner sagt, ich habe dicke Eier dafür bekommen. Ich habe nicht gekämpft. Lügner. Lügner. Da steht Ausfall mindestens drin, jeder Vertrag Ausfallsgage. Ja. Und sorry, wer hat deinen Vertrag verhandelt? Schlimmer. Du selbst oder dein Management? Management. Ja, dann, wenn dein Management keine Ausfallgage verhandelt hat, sind es die größten Stümper der Welt. Auf jeden Fall hatten die die Kosten übernommen für den Trainer und so, aber dann gab es natürlich keine Gage, weil ich nicht gekämpft habe. Niemals, das ist eine Lüge. Ja, ist so. Das ist eine Lüge. Warum soll ich lügen? Sag doch ehrlich. Wer ist denn dein Management? Dass sie keine Ausfallsgage. Wir können die jetzt nicht flamen, die machen einen guten Job. Ruf den Manager jetzt an. Ruf ihn jetzt an. Und sag, er soll es dir geben, einfach so. Ruf ihn an jetzt. Was, Max? Ja. Nein. Ruf ihn jetzt an und frag, ob du eine Ausfallsgage, weil das eigentlich ist eigentlich sehr gut, das Management. Die hatten wir schon. Wir hatten schon, das ist schon lange durch. Schwach. Ja. Wie viel wär's denn gewesen? Ey, man lernt auch seinen Fehler. Wie viel wär's gewesen? Ach komm, der lügt uns so die Tasche voll. Mehr als 15? Ich kann nicht sagen. Weniger als 30? Ey, Digga, sonst darf ich vielleicht beim dritten Mal nicht mehr mitmachen. Wir können nicht darüber reden. Nein, natürlich, machst du vielleicht Famezeit. 22? Mit. Nein, da will ich nicht mitmachen. Bleib sitzen, sein 20, Kase. Das ist interessant. Scheiße, ey. Ja, krass. Ja, ich habe hier was vorbereitet. Hier so ein kleines Quiz. Ja. Komm, jetzt musst du. Apropos Gage, bei mir war bei Promi BB 35. Die haben mir 30 geboten. Und damals war ich noch voll neu in den Medien und hatte kein Management. Wenn ich deinen Vertrag sehe, besser so. Und da habe ich gesagt, meinte der Rainer dann irgendwann, okay, du kannst mitmachen. Ja. Ich so, okay. Ich sag, was kriege ich denn? Ja, 30. Ich so, oh, Papa, Mama, so. Ich sag 35. Papa so, ja, sag 35, komm, hol dir das, Tiger. Sag ich so, Trainer, ja, ich will 35. Er so, ja, okay, kriegst du. Na, dann nach Promi-BB, sag ich, wie weit wärst du gegangen? Er so, ja, 50. Die haben mir für Promi Big Brother gefragt, wo ich mitmachen will. Normales oder Show? Promi Big Brother. Ja, aber die Show, wo... das weiß ich gar nicht. Wildcard? Aber normales kommst du nicht rein. Kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall war die Anfrage nicht? Da. Weil du musst überlegen, Sat.1, der Standardzuschauer Sat.1 ist 35 älter. Ja, okay. Ja, da musst du... Die wollten auch nur Ron haben, nachdem er alle in Binsuff nach Geringverdiener beleidigt hat, weil da war er dann im Mainstream. Starker Move gewesen, einfach von ihm. Marketingstrategie. Den mach ich ja auch dann. Aber nee, da habe ich nicht mitgemacht, weil ich fand, das war Trash-TV und hey. Da haben die 0 Euro gesagt. Ja, dann war es diese Warm-Up-Show. Okay, das kann sein. Also diese, wo er nicht gewonnen hat. Ja, wegen dir. Aaron. Neue Folge ist Aaron ist schuld. Letztes war Julie schuld, jetzt Aaron ist schuld. Aaron ist schuld. Ja, hier bei ChatGPT steht, Preisgeld betrug 250.000 Euro 2013. Das ist Quatsch, ne? Bei Wer wird Millionär? Nee, 125. Nee, bei Big Brother. Nee, waren 100. Krass. Ist hier einfach gefaked. Welche bekannte deutsche Fernsehshow wurde Aaron Troschke als Kandidat und später als Moderator bekannt? Er weiß es natürlich. Wie bitte? Welche? Welche bekannte deutsche Fernsehshow? Das muss ja Prime wurde. Big Brother einfach. Nee. Hä? Doch. Wer wird Millionär? Habe ich nicht moderiert. Wie steht Zirkus Halligalli? Ja, Junge, falscher Typ. Also. Ist das falsch? Ich war damals, ja natürlich. Ich bei, geil, Alter, das war nicht falsch. Das ist Glas Umlauf. Ich war bei der ersten Zirkus Halligalli Show im Publikum. Ah? Ja, damals bei der ersten Halligalli Show war ich im Publikum. Wann war das welches Jahr? Boah, 12, 13? Hm? Ja. Alter, du warst ja richtig intuit, ne?
Ich liebe Medien. Es gibt nichts Geileres. Ich finde auch ganz witzig. Ja, das ist mein Traum. Also ich finde Joko Klaas so, ich gucke alles. Und das wäre so mein Dream. Irgendwo da so einfach ja, so, schlag den Django. Django gegen, keine Ahnung, irgendwas. Ja. Ich liebe sowas. Hast du das gesehen jetzt auch mit Trimax, wie gesagt, mit Nerd in the Dirt gemacht hat? Der ist mit Adi und Noah und so sind die ja nach Polen. Haben da so Eisbad-Training gemacht und sind dann in kurzer Hose, oben ohne, auf den Berg gelaufen für 3 Stunden. Auf einen richtigen fucking Berg. Deswegen, also so wie Julie das auch gerade erzählt war, so wie du, was du alles nachmachen willst, Joko Klaas wird es nicht mehr geben. Scheiße. Weil alle werden es selbst machen, ne? Ey, Trimax macht seine Events selbst. Das machen die schon, ja. Also genau, und Dave und so. Stimmt. Und alles, was da, das sind alles Pots, die zu YouTube, Social, TikTok rübergeht und im TV fehlt. Und so Joko Klaas können, glaube ich, noch bei ProSieben machen, was sie wollen, weil sie einigermaßen funktionieren. Aber ganz ehrlich, guckt jemand noch Joko Klaas im TV oder Highlights auf YouTube? Nee, nur YouTube. Das ist wie legit, Tomatolix könnten die einfach mit Galileo austauschen. Tomatolix ist geisteskrank. Den wollen wir auch holen. Das ist einfach Neuzeit-Journalismus und das kannst du eigentlich auf Galileo klatschen. Und die Sache ist einfach, Tomatolix wird wahrscheinlich auch mit seinen Werbepartnern ein paar Euro verdienen, ich denke gut 6-stellig oder so, aber das ist trotz, also pro Placement, so ich denke so 50 bis 100 kriegt der für eins. Wirklich? Ja, ja. Aber auch vollkommen okay und vollkommen verdient. Der Typ, der hat aber super authentisch. Aber trotzdem, im Gegensatz zu Galileo, Galileo lacht darüber, die sagen 50, weil ich denke, eine Sendeminute bei Galileo kostet 1.000 Euro. Ja, also von Produktion oder was heißt das? Ja, also wenn du was produzierst, ich habe ja eine Produktionsfirma mit Markus Heidemann zusammen, der produziert Lanz und alles. Ja. Und da sagst du TV-Produktionsminute zwischen 1.000 und 3.000 Euro pro Minute. Ja. So, und wenn du jetzt überlegst, Galileo geht 45 Minuten, ist eine Folge 45.000 Euro mindestens. Mhm. Boah. Und das ist, weil Tomatolix macht keine 45 Minuten, Tomatolix macht, könnte das auch strecken und alles, aber deswegen Social, diese kleinen Leute, die alles selbst produzieren, allein für einen Podcast, macht es mal bei, hier, keine Ahnung, für irgendwelche TV-Sender, da wäre das richtig reich. Meint ihr, als Tomatolix das Koks-Video gemacht hat, konnte er das Koks von den Steuern absetzen? Als Kostenabgabe? Ja. Ja? Ja? Also es ist ja so, ich habe ja eine Zeit lang meine Seele verkauft und ich war bei Springer. Ja, so. Und Springer und Bild, die haben Gelder, wo sie beim Finanzamt sagen, das war für Informanten. Oh. Und ich kann dir nicht sagen, Informant Julie, schreib mal auf eine Quittung bitte deinen Namen. Und deswegen sagen die, das Geld abschreiben. Ich dachte, dass Zeitungen und so News-Articles dürfen keine Quellen bezahlen. Weil ich dachte, das gilt dann als unehrliche. Wir reden von Springer. Also das ist denen scheißegal dann einfach. Unehrlich, ehrlich, das ist Hauptsache die Dingsbums. Es gibt Gelder dafür, Kalar kann dir das absetzen. Ja, also wenn du gut bist, kannst du ja alles absetzen. Ja. Mein Steuerberater sagt immer, erklär mir in 3 Sätzen, warum du diese Sache, das Produkt, was auch immer für deinen Job brauchst, dann kannst du das beim Finanzamt absetzen. Oh. Und warum, wenn der Finanzamtbeamte fragt, Herr Tomatolix, warum brauchten Sie das Koks? Ja, fürs Video, Dicker, guckst sie an. Und dann sagt er, okay. Zum Einschlafen. Oh Mann. Geisteskrank. Wenn du zu diesen Leuten nach Hause gehst, ne, für die YouTube-Videos, ja. Sagst du denen legit vorher nicht Bescheid? Ja, unterschiedlich. Also zum Beispiel, jetzt war ich letztens bei Revi, mhm. Wird ein Bombenvideo. Geil. Weil ich hasse Revi, ich mag Sebastian. Das ist bei allen so. Ja, okay. Das stimmt und aber auch. Und Sebastian, der hat mir, also ich mache gerade Baller League in Köln und hab dann. Hast du auch ein Team? Nicht moderiere. Ah, okay. Für Join. Und deswegen wusste ich, dass du die Gage sagen dürftest. Ach so. Nein, aber auf jeden Fall. Und danach habe ich gesagt, ich komme heute rum. Und er so, ich bin krank. Ich so, nee, ich komme heute rum. Und wenn die Leute aus Berlin und Umgebung kommen, sage ich dem meistens die Woche. Bei Nico habe ich gesagt, zum Beispiel Inscope, ich komme irgendwann rum. Und sorry, so dumm ist Nico auch nicht, dass er mitkriegt, oh, Aaron ist bei Tim im Podcast, wann wird er wohl rumkommen? Und deswegen ganz oft wissen sie die Woche. Das Einzige, bei Max Kruse hatte ich es gar nicht gesagt, wann ich komme, weil der in Berlin gewohnt hat und ich wusste, ey, der fliegt nächsten Tag nach Olympia. Dementsprechend komme ich mitten in der Nacht. Decker, wie ehrenlos. Ja, größte Fußball-Event für ihn noch seines Lebens und ich komme nachts vorbei und sage, zeig mal. Also, ja, okay, komm rein. aber ganz oft, Sophia Thiel wusste auch circa, wann ich komme. Es wäre auch geheucht, es wäre Joko und Klaas, wenn ich sagen würde, sie wissen es gar nicht. Weil die müssen ja zu Hause sein, besonders wenn ich irgendwo hinfahre, dann würde ich mich ärgern. Ich nehme 2 Kameraleute mit, Redakteur, wir fahren 500 Kilometer, um dann zu klingen, wo bist du denn? Ja, Malle. Und dann, wie kam das mit Hey Aaron? Wann ist das passiert? Nein, nach dem Fernsehen wollten eben alle, nach Wer wird Millionär, wollten die alle sagen, was sie mit dir machen. Oh, ich sehe dich da und da, ich sehe dich da und da. Ich saß ja auch damals bei Endemol, große Produktionsfirma, macht Big Brother, hab ein super Verhältnis mit denen, meinten, komm exklusiv zu uns. Meinte ich so, okay, was habe ich davon? Ja, wir haben Joko und Klaas. Das war damals, da haben die von ZDF, früher waren die ja beim ZDF Neo, Joko und Klaas. Und da sind sie gerade rüber zu ProSieben. Ja, wir haben Joko und Klaas. Ich so, ja, schön. Kommen die dann in meinen YouTube-Kanal und machen ich denn was mit denen? Nö.
Ich glaube, das ist nicht das Argument. Und damals war es für mich die schwerste Entscheidung, weil die haben Wer wird Millionär gemacht, Promi, ja. Big Brother, alles. Endemol Exklusivvertrag abzusagen. Und dann haben mich alle angerufen und gesagt, wie sie mich sehen. Guck mal, wir machen das, wir machen das, wir machen das. Und dann kam damals die Sony Spaßgesellschaft auf mich zu. Sony, das Label, hat auch die Spaßgesellschaft. Darunter hauen die auch sowas raus wie TKKG, Bibi und Tina. Das gehört ja auch, ist auch alles Audio. Und die haben damals, vor 12 Jahren oder 10, was das denn war, hat YouTube einmal gesagt, wir bezahlen jetzt 10 Kanälen, 1 Million Euro und dann könnt ihr die ein Jahr produzieren. Und dann hat die Sony Spaßgesellschaft einen Kochkanal mit Steffen Hensler gewonnen. Und haben die ein Jahr Kochkanal mit Steffen Hensler produziert und haben da so ein paar Euro so, komm, jetzt machen wir noch Hey Aaron. Und dadurch hat mich die Sony Spaßgesellschaft einmal angerufen, die Britta, und meinte so, ey, guck mal, wir haben Bock, was mit dir zu machen, komm mal nach München. Und dann bin ich nach München geflogen zu denen, zur Sony, hab mich damals voll gefreut, weil Sony Riesending und so. Safe. Und dann sitze ich mit denen im Büro, mit Felix, Luca, Britta, mit allen noch, ich bin ja so einer, ich bin dumm loyal. Sollen du das so weiterredest, kannst du kurz dein Knie oder mit natürlich ein bisschen dein Gesicht. Ich bin ja so dumm loyal und mit Leuten, mit denen ich ein gutes Verhältnis habe, habe ich mein Leben lang ein gutes Verhältnis. Ja. Und zum Beispiel mit Felix, der mich damals der Oberchef war und gesagt hat, auch machen wir immer, wenn ich in München bin, schreibe ich ihn, lass essen gehen. Luca, einer meiner besten Freunde, mittlerweile in einem meiner Startups Geschäftsführer mit. Britta, immer wenn wir sehen, freuen wir uns. Und dann sitze ich bei denen so im Meeting wie hier und dann gucken die mich an und sagen, was willst du machen? Ich so, weil, keine Ahnung. Normalerweise sagen die Leute mir, was sie machen wollen. Nee, was willst du machen? Und ohne Witz, ich wollte schon immer zum Fernsehen. Ich habe mich auch bei Wer wird Millionär nur beworben, um Geld zu verdienen, dass der Laden weiter bestehen kann und ich ein Praktikum bei Viva machen kann. Damals gab es noch Viva. Und habe ich gesagt, ja, guck mal, ich finde Stefan Raab toll. Ich finde Olli Pocher damals, so Rente Pocher-Zeiten, unglaublich geil. Und ich will Umfragen machen, Straßen. Ich war ja der Erste, der auf Messen gegangen ist damals. Damals war ja noch Waititi riesengroß. Mhm. Street Comedy kam gerade so, aber auf Messen Dummheiten machen keiner. Und dann haben die gesagt, okay, cool, machen wir. Geil. Dann haben wir, hier hast du das Budget, Endemol produziert. Pionier. Und dann war ich so, cool, danke. Und dann haben wir im ersten Jahr, glaube ich, 10.000 Abos gemacht, was ja, heutzutage würde ich so... Geist, schlecht, theoretisch, ja, schlecht. Aber das war damals wahrscheinlich... Aber damals war es auch nicht so geil, war es auch nicht. Nicht? Nein, so was die danach gesagt haben, boah, geil, Troschke. Ich hätte mich persönlich auch nicht verlängert. Ja. Aber die haben die gesagt, komm, wir machen noch ein Jahr. Geil. Und dann war Promi-BB und dann bin ich von... ich habe ja für meine ersten 100.000 Abos auf YouTube 2 Jahre gebraucht, ja. Also 24 Monate. Die zweiten 100.000, also 200.000 hatte ich nach 25 Monaten. Also die zweiten 100.000 kamen dann eben einen Monat später, weil dann Algorithmus, Hype und alles drumherum. Und dann war es irgendwann so, dass alle bei der Sony gegangen sind, mit denen ich dicke war. Hast du einen Labelvertrag? Nee. Ich hatte mal 1-2 so kleine Anfragen, aber die wollen dich immer verarschen, wenn du meistens. Ich hatte als Comedian-Brand, also Comedian, weiß nicht warum, aber ich war Comedian-Band-Übernahmevertrag. Und mir hat nichts gehört von meinem Content und so. Und dann war es damals so, ich habe schon okay verdient, muss man sagen, aber auch nicht so viel. Also ich hatte vielleicht, Wer wird Millionär-Geld ging runter, Promi-BB gewonnen, 100.000 nochmal gekriegt, Gage, Steuern gezahlt. Und dann hatte ich vielleicht 150.200 auf dem Konto. Und dann habe ich zu Sony gesagt, ja, ich will raus, weil alle sind weg. Einfach alle, die ich mag, sind weg. Meinen die so, ja, okay, ja, wir dann machen wir es so. Da waren sie aber auch voll korrekt zu mir, haben gesagt, guck mal, Aaron, wir kriegen die nächsten 3 Jahre 20% von allem. Und dann lassen wir dich gehen. Ja, krass. Viel aber. Und dann dachte ich so, okay. Und dann kam gerade so ein neuer Chef in die Abteilung, der so nicht so die Ahnung hatte. Mhm. Aber auch es war noch nicht die Entwicklung so da. Habe ich gesagt, boah, ich habe mal gerechnet, Leute, könnt euch 50 geben und wir sind durch. Meinten die so, nehmen wir mal 150 draus. Boah. Meinte ich so, naja, komm, treffen wir uns bei 100. Ui. Und dann bin ich da mit meinem ganzen Geld rein, mit meinem Kameramann. Damals waren wir noch zu zweit im Team. Damit du dein eigenes Ding machen kannst. Ja, dass du einfach, du willst so ein kleines Geisteskrank, das ist ein krasser Move. Dann bin ich da rein und nach 8 Monaten haben wir so eine Excel gemacht. So, okay, jetzt haben wir das verdient, minus 20%. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir hier einen Strich haben, dann sind die 100 wieder drin. Das war nach 8 Monaten. Und dementsprechend 8 Monate zu 36 war es für uns ein guter Deal. Ja, safe. Aber war natürlich alles auf eine Karte, aber das habe ich so oft gemacht, immer alles auf eine 100, Karte. Also dass das der einzige Ausweg ist. Ja, aber ohne Mehrwertsteuer kommt der noch. Klar kriegst du, da kommen noch 19% drauf, du kriegst sie auch wieder und alles. Aber das ist ja trotzdem so, krass, okay, ich zahle das dann, bam, bam, bam. Ja. Aber man muss immer alles auf eine Karte setzen. Boah. Mega geil. Noch eine Frage. Am 1. April ist Bubatz legal. Wird jetzt mehr gesmoked oder weniger?
Naja, wenn Kiffen legal ist, ich überlege ja, ich würde gerne so einen Coffeeshop aufmachen. Das Problem ist, da gibt es richtig böse Regeln. Ist nicht so leicht. Ich hatte überlegt, in meinem Kiosk einfach so eine Ecke, machst du schon hier, kannst du das kaufen, richtig. Aber du darfst nichts anderes verkaufen. Also kannst nicht sagen, irgendwie, ja, hier hast du Bubats und noch Huba Buba, das geht nicht. Also brauchst du einen extra Laden. So, dann darf eine Schule, glaube ich, nicht in einem Kilometerradius oder so sein. Eine, ist ganz, ist ein, die Regeln sind noch am Pfeilen dran, ja. Aber ja, genau, du musst das Distanz haben zu Kindergärten, zu Schulen, das darf nicht an der Kita sein, oder du darfst auch nicht smoken in einem Umkreis von 500 Meter von der Schule und so. Und du darfst auch keine Außenwerbung haben und es ist ganz, ich glaube manchmal, die Politiker wissen ja selbst nicht, was sie machen. So, komm, wir machen mal frei und dann kommt so einer, wie ist denn das einfach? Und die so, wow. Also es ist ja zum Beispiel damals, als Corona kam, diese Corona-Zentren, da habe ich mal von ein paar Leuten, als ich... hast du nicht gemacht? Ich dachte eigentlich, dass du so einer bist, der so viel... Ich ärgere mich auch so hart. Dann wärst du jetzt nicht hier. Da doch, wäre ich trotzdem... Nee, wäre ich nicht. Wir wären nämlich in meiner Finca auf Malle und drin auch. Irgendwie so. Aber da hat mir dann mal jemand gezeigt, so oder die Spiegel-TV-Reportage, da hat dann irgendjemand so auf dem Zettel geschrieben, hier, da testen wir, okay, gib ihm. Also ganz oft hat ja die Politik auch keine Ahnung, weil es so ein schnelllebig ist. Ja, die wussten nicht, was die Gesetze sind. Du kannst einfach, also du musstest auch theoretisch nichts anmelden, du hast einfach gemacht. Beim ersten haben die Strichlisten gemacht. Ja. So, aber wirklich, wie wenn du in einer Halle Fußball spielst. Ja. So, Tor für uns. Okay, ich hatte heute 7000 Leute da. Geil, Glückwunsch. Ja, so ein kleiner Spät, die hat einfach morgens um 8 Uhr 1000 Leute da. Ja, genau. Schönhauser Allee ist der, den gibt es auch immer noch. Ja. Geisteskrank. Wahrscheinlich neuer Besitzer. Jetzt aber Buba, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich glaube, jetzt ist ja das nächste Problem. Jetzt können alle kiffen. Und die können eine Pflanze auch. Du kannst auch eine Pflanze zu Hause haben. Drei sind, ne? Aber jetzt ist ja das nächste Ding, Toto und Harry, unsere Freunde von der Polizei, das Gesetz, wie viel THC du im Urin haben darfst oder im Blut, beim Fahren auch so, wurde noch nicht angepasst. Ja. Das heißt, du kannst jetzt legal einen reinballern, aber darfst nicht mehr fahren. Ja. Das heißt, die Polizei, und man muss ja jetzt sagen, ich war einmal mit der, ich liebe die Polizei, und ich auch. Die größte Cash-Cow der Polizei, ich hasse dich, die größte Cash-Cow, wenn ich die Polizei wäre, wir sind ja, Deutschland ist ja immer pleite. A, bin ich der Meinung, Strafen für zu schnell fahren können teurer werden. Ja, auch so für falsch parken. Ich habe gerade unten absichtlich falsch geparkt. Kostet mich vielleicht 15 Euro. Kann ich mir leisten, damit wir pünktlich anfangen können. Wenn es aber 75 gewesen wäre, hätte ich da nicht geparkt. Der schickt uns danach noch die Rechnung. Geht der Steuerberater dann in 3 Sätzen, warum das abgesetzt werden kann. Ja, aber ich sag so, die Strafen können alle teurer werden, weil die Leute scheißen drauf. Jeder scheißt auf Parken 10 Euro Strafe. Das stimmt wirklich. Und deswegen teurer oder auch zu schnell fahren. Das stimmt echt. Also in Deutschland fahre ich aus Prinzip jetzt nicht übertrieben schnell, aber so du fährst 19 km drüber. Bisschen chilliger. Ja, weil du fährst immer 19 drüber, weil du haargenau weißt, die Strafe kommt. Plus minus geht das halt. Unterm Punkt und unter Fahrverbot, sind wir ehrlich. Ja, ja. Und was Polizei, Cashcow, war ganz ehrlich, die Polizei könnte da so viel Geld geben, da würden sogar die Abu Chakas sagen. Krass. Ich bin mit der Fahrradpolizei unterwegs. Ja. Und dann die coolste Polizei von allen. Ja. Kurz vor Pferde sind die sogar noch. Ja, so Fahrradpolizei, beste Leute, fahren mit Fahrrad rund, immer frische Luft. Und dann gibt es so 2-3 Ecken, meistens bei U-Bahn-Ausgängen und so. Dann ist es so, da ist eine rote Autoampel, weil die Leute hochkommen und dann über die U-Bahn so hin und her laufen. Und deswegen ist eine Ampel und noch eine Ampel. Und dann bleibst du als Auto bei der ersten beim Rot stehen. Die dahinter ist auch rot, falls so einer mal so mittendrin noch an, weißt du, so ein bisschen drüber. Richtig. Für Autos völlig fein, aber Fahrradfahrer geben einen Fick auf die erste. Die fahren immer. Geben einen Fick auf alles. Ja, nee, aber die fahren über die erste und bleiben bei der zweiten stehen. Ja, ja, ja. Und ich mit der Fahrradpolizei unterwegs, die sagt, Aaron, wir stehen uns jetzt hier. Jede Ampelschaltung, 3 Leute. Rotfahren. Google mal, was Rotfahren ist. 90 Euro Punkt. Die standen da und jede Ampelschaltung, 3 Leute. Das ist eine Gelddruckmaschine. Ja. Stellt euch da 24/7 hin. Deutschland hat keine Schulden mehr. Geisteskrank. Ja. Das ist echt heftig. Es gibt so richtig krank, auch in der Schweiz gibt es so einen Blitzer, der ist so berüchtigt, irgendwie so in der, der geht in die Stadt rein. Das ist ein Blitzer an der Ampel, der blitzt auch. Ey, du gibt ein Restaurant daneben, wenn du dich reinsetzt, heißt White Elephant für die Zuschauer, die es kennen. Wenn du dich da reinsetzt, das ist so ein bisschen daneben und das blitzt so in das Restaurant rein. Digga, du sitzt da und du denkst, jetzt einer macht Fotos am Anfang. Ich aber schwöre. Das ist krass. Und die Kommunen rechnen ja mit dem Geld. Ja. Also die sagen ja schon, wir brauchen Geld für die Kita. Über einen Blitzer kommen immer so 100 rein. Machen wir da, gehen wir da lieber. Und deswegen, ich sag ja so, ich finde, das hört sich voll assi an. Aber ob oder nicht Autofahrer, wenn du dich an die Regeln hältst. Mein Vater, nie Strafzettel, nichts, gar nichts läuft. So jungsche Assis wie wir, wo ich ja nicht mehr jung bin, sagen ihm, da komm, ich park mal da schnell, das und das, das und das. Kannst du in eine Tasche packen. Ja. LKW-Fahrer nicht, die haben immer Stress. Würde ich sagen, LKW-Fahrer, Alte. Aber du kannst ruhig schon so, Bußgeld kann man ein bisschen hochpacken. Ich finde ja sowieso, so, mein Bruder war ja mal Fitnesstrainer von der Nationalmannschaft in Myanmar.
What? In Asien, Fitnesstrainer war er da, weil er ist Fitnesstrainer. Wie kriegt man den Job einfach? Ganz Join. Einfach. Ja. Nee, die ganze, mein Bruder war Fitnesstrainer und gut und kannte so die ganzen alten Trainer, so Fußballtrainer, Winnie Schäfer und so, die gehen ja dann ins Ausland nach Asien. Ah, okay. Und da, und er kannte einen, hat gesagt, komm rüber, hat gut verdient und alles. Und in Myanmar ist so, auch in Singapur, was ist in Singapur, wenn du Müll runterschmeißt? So einfach, oh, so ja. Dingsbums. Ganz schlimm. Fette Strafe, Gefängnis? Ich glaube 2000 Euro Strafe und ja. Ich weiß es nicht. Toll, in ja. Myanmar gibt es noch für manche Strafen Stockschläge. So, er sagt, Django läuft über Rot, komm mal drüber, Dicky, 1, 2, 3 und da überlegst du dir noch, ob du über Rot gehst. Mhm. Und deswegen, also schon, ich finde, da könnte man noch härter bei manchen Sachen so zugreifen. So. Auch Kippen wegschnippen. Ja, halt, Dicky, ganz schlimm. Dicky, Kippen wegschnippen, 500.000 Euro, ist mir kackegal. Weil das kriege ich auch bei uns im Kiosk mit. Die Leute sparen zuerst immer so am Essen, dann irgendwann am Lotto, dann irgendwann an den Kindern. Denn dann weißt du so, kommt der Aaron mit Kind rein, so am Monatsanfang, okay, komm, ein Gönne-G, rubbel los, Kind, was nimmst du? Huba Buba, geil und kippen. Dann irgendwann so, okay, nur noch rubbel los, Kind und kippen. Und irgendwann nur noch kippen und Kind steht daneben. Aber das ist gut, Kiosk, machst du gut Geld damit? Ich sag mal so, wo wir gerade, kann ich ehrlich sagen, wo wir gerade richtig Cash machen, ist TikTok-Livestreams. Du gehst auf TikTok live. Du gehst auf TikTok live, sagst, nee, nicht dieses Battlen. Ach so, okay. Sondern wir gehen auf TikTok live. Mit einem anderen Kiosk, dann bettelt ihr euch. Nein, wir haben ja nur Weißensee, Laufkundschaft. Läuft okay, aber ich stehe nicht drin und wenn ich nicht drin stehe und so Leute, Mitarbeiter, wäre es kein Minusgeschäft. Mhm. Dann haben wir 3-4 Werbepartner, deswegen ist es schon gut profitabel. Im Livestream macht man dann so Werbung. Ja, wir haben ja einen YouTube-Kanal, wir haben Instagram, wir haben TikTok, wir haben Twitch eine Zeit lang, da haben wir Werbepartner. Aber meistens ist eben, da sitzt der Aaron da, also ich nicht, Jan oder Pascal, und sagen so, okay, wer jetzt eine Naschbox bestellt, wert 50 Euro, dann packen wir die für dich. Und dann bestellst du online eine Naschbox für 50 Euro. Und da wird die da zusammengepackt, Name dann, wird erwähnt. Dann sage ich, okay, Julie, deine Hausnummer? Deine Hausnummer? 9. Okay, dann wusste ich, okay, das ist der richtige, weil ich im Bestellschein sehe, das ist der richtige. Und dann sage ich, okay, Julie, was willst du drin haben in deiner Naschbox? Geil. Ja, weil ich kann nicht sagen, wer ist Julie? Dann sagen alle hier und sagt einer, ich will nur Huba Buba und du magst es ja. nicht. Also fragen wir nach deiner Hausnummer, dann wissen wir, du bist der Richtige. Und dann hast du Bock auf Hitchis? Dann sagst du, ja, pack Hitchis rein. Pop, willst du noch Gönnergy drin haben? Ja, und dann packen wir die für Wert von 50. Das ist so Live-Ordering. Teleshopping, das ist Teleshopping ja, auf legit, TikTok. Legit. Machen wir. Aber ihr macht nicht mit Spenden oder so, sondern mehr Leute diese Leute, Naschboxen. Ich bin voll gegen irgendwie so dieses sowas hier, die ganzen Spende, anderen. Spende. Ja, jetzt. Und hier gibt mir da Barello, alles was der macht, bin ich total dagegen. Dieses Spending, Battles bin ich total dagegen. Ich bin auch dagegen, irgendwie so, dass YouTube die Zuschauer zahlen. Weil wenn ich ein Zuschauer, Patreon würde ich niemals machen, machen. Okay. Bei Twitch, Abo haben wir gemacht, ist okay. Und Donations, aber das waren die Kiosk-Mitarbeiter, das Geld haben auch die gekriegt. Ich als Aaron sag niemals, ich hatte mal ganz kurz bei YouTube, so dass du Abonnent werden kannst und dann irgendwas zahlst. Ja. Aber dann haben die Leute Anspruch auf irgendwas. Und wenn du es dann nicht gerecht wirst, können sie meckern. Ja. So sage ich, ich mache meinen YouTube-Kanal, wenn er dir nicht gefällt, die abonnierst vollkommen fein. Ja. Geil. Genau. Aber TikTok, das ist so ein krasser Hype. Wir können ja mal reingehen. Ich wette, es gibt jetzt auf TikTok gerade locker 5-6 Süßwaren. Seid ihr jetzt gerade? Ah, der ist immer, wenn ihr arbeitet, live. Wir sind nur 2 Stunden. Guck hier, der sitzt jetzt da. Das ist euer Kiosk. Nein, das ist nicht mein Kiosk, das ist irgendein Typ. Ihr habt kein Marketing-Team, Mann, ihr verpackt im Keller. Hier der Nächste. Sein Algorithmus auch einfach. Hier der Nächste, ja, ich bin Algorithmus tot. Und die sitzen da und packen eben live. Wir haben so 200 Zuschauer und ohne Witz, wir machen pro Stunde 1000 Euro Umsatz. Wir machen. Von verkauften Boxen dann? Ja, also 20 Boxen die Stunde. Krass. Und dann werden die gepackt und dann machen wir das so zweimal. Viermal die Woche sind wir live. Und es ist sehr profitabel, muss man ehrlich zugeben. Krankes Business auch echt. Es ist auch echt, man unterschätzt, wie viel man Geld mit Social Media machen kann. Leute wissen das gar nicht und checken das gar nicht, weil auch immer dieses, ich wurde jetzt letztens gefragt, meine Schwester wurde 30. Und da war ich da und haben so ein paar Studenten, also die hat ja auch mal studiert, einfach gefragt, die kann ich noch von früher. Ja. Also das waren Freunde von ihr, habe ich lange nicht gesehen natürlich. Die meinen dann einfach so, du machst jetzt Social Media. Ich so, ja. Vollzeit? Ich so, ja. Mit Amtaufstockung oder ohne? Nee. Und dann haben die so gefragt, das war für die echt so, immer noch so fern, dass sie meinten, und damit kannst du echt leben? Ich so, ja, ich kann sehr, sehr, sehr gut leben sogar. Besser als in der Schweiz. Und das ist, dass immer noch so ist, dass Leute das gar nicht wissen. Es gibt Leute, die haben einfach ganz viele Meme-Seiten. Ich habe Freunde, die haben Meme-Seiten, die machen keinen eigenen Content. Die nehmen, es gibt so Seiten. Urheberrechtsverletzungen, so Daily Dose. Ja, aber das ist auf dem Internet, das zählt ja nicht. Daily Dose of Internet, kennst du das? Nee. Du kennst nicht Daily Dose of Internet? Nein. Du? Ja, von der hast du schon mal erwähnt. Das ist einfach eine Seite, die nimmt so die viralsten Clips der Welt, packt die ein Video zusammen und der kommentiert das so ein bisschen.
ey, ihr unterschätzt, wie viel Geld man einfach mit Meme-Seiten machen kann. Oder sei es auch nur Bilder, die du machst. Kannst du. Trotzdem crazy. Ist das Urheberrechtsverletzung. Ja. Okay, das wusste ich gar nicht. Mann, du mach ich doch auch. Ich nehme ab und an für meine Facebook-Seite die Leute von RTL 2, lad hoch. Ja, dann kommt genau. RTL 2, sagt, nimm mal runter. Ja, okay, sorry, habe ich nicht produziert, wusste ich nicht. Aber das ist ja auch vollkommen, ey, das ist, wie oft ich das hab. Du hast Angestellte? Oder so, das ist Berlin-Bitch auch. Das ist, die verdienen einfach Geld. Ja. Du hast Angestellte, ja. Also 520er, nee, Vollzeit. Ja, ja. Das ist schon echt krass. Wir kennen uns über einen ehemaligen Mitarbeiter von mir. Über Marc haben wir uns so richtig kennengelernt. Seid ihr noch Stimmt. Nachbarn? Ja, nee, nicht mehr. Ah, nee? Ist nee, noch genau. Kontakt? Ja, ja, sehr. Ja, Marc, bester Mann. Ja. Niedlich, nett. Ja, weißt du, was der jetzt macht? Nee. Eine Ausbildung zu Cybersecurity. Ja, ach so, ich dachte, der hat studiert, hat er abgebrochen? Nee, ich glaube, der ist noch dran. Der macht beides. Achso, okay. Weil der Netteste, der wollte dann auch so. Ich habe ja ganz oft so Leute, die sagen, Aaron, ich will das, was du machst. Ich will genau das Gleiche. Mm. Sag ich, aber das ist eine harte Schule. Ja. Bei mir ist wirklich harte Schule. Marvin ist durch die Schule gegangen. Perfekt. Ja. Dann hatte ich, kennt ihr Kian Jones? Ja. Kian Jones, der YouTuber, Sport, ganz lieber Typ. Ja. Der kam nach Berlin, nach einer Woche ist er wieder gegangen. Echt? Da ich gesagt, Aaron, krieg ich nicht hin. Das ist hart, ne? Aber auch gerade, Digga, wir haben mal eine Folge Quiz aufgenommen vor 2 Jahren. Stimmt, habe ich gewonnen. Ist der Cutter immer noch dran oder was ist da? Weiß ich nicht, es war online, oder? Nein. Nein, keine Ahnung. Habe ich verloren oder gewonnen? Kommt noch. Du hast gewonnen. Ja, dann wäre es online. Ich glaube, das ist auf Zweitkanal. Nein, also ich wurde nie, also da habe ich nichts, habe ich einfach nicht mitbekommen. Ich ja, meinte, das kann es wäre nicht online gewesen. Nein. Aber ja, harte Schule. Ich gucke gerade mal. Cutter lässt sich noch Zeit. Ja, Boris? Vor 2 Jahren. Was, einfach so ein Quiz aufgenommen oder was? Ja, Aaron weiß das. Aaron weiß das, ja. Magst du Marvin? Wildtage? Ja. Ja. Gibt nichts Besseres. Also muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ihr seid ihr gute Freunde? Beste wir Freunde. Beide? Wir, ja. Sind, wir sind ein Ehepaar. Ja, und das, also jemanden im Business zu haben, den du blind vertrauen kannst, in allen Sachen, auch finanziell und alles drumherum, ist schon echt unschlagbar. Kann ich pissen gehen? Nee, ich glaube, keine Ahnung. Nee, ich glaub, darum passt ist vielleicht mich, wirklich nicht online. Ich fasse mich darum, glaube die ganze Zeit an Schwanz. Aber echt. Finch ist auch nicht online gegangen, haben wir auch irgendwie die Daten verloren, keine Ahnung. Ja, so ein Streben wir irgendwann nochmal. Ich habe hier was, und zwar habe ich die Leute gefragt, was deren Celebrity-Crush ist. Was war deiner früher? Halt, was war deiner? Singer vom Kika, kennt er nicht. Der Mann, das war, als ich 13 war, da warst du nicht mal geboren. Bernd das Brot, oder? Ja, davor. Oh, sonst? Bernd das Crush Brot, Misty. Ich war 12-Jähriger in Misty von Pokémon verliebt. Ich war in Shigo. Kenn ich nicht. Von Kim Possible, die Grünhaarige. Wie, kennst die nicht? Kennst du die Lara? Nee, da bin ich zu alt, Mann. Die Lara, deswegen steht es auch die Lara. So, ich mach die Memo jetzt an. Um 4.31 Uhr hat mir eine, wir machen es jetzt an. Hi, du hast ja gefragt, was denn so unsere Celebrity Crushes sind und, oh. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, es gibt keinen, wirklich keinen Mann auf dieser Welt, außer Aaron, der so viel mit mir macht wie Aaron fucking Piper. Aaron fucking Piper, der Mann darf alles mit mir machen. Alles. Ausnahmslos. Alles. Fast alles, okay? Fast alles. Aber wesentlich mehr als andere Männer. Ich hasse Männer. Aber Aaron Piper, Bro. Wer ist denn Aaron Piper? Oh. Wer ist das? Ja, und ich hasse auch Männer nur, weil... Warum geht es jetzt in so eine Richtung? Wie soll ich sagen? Na gut, ich sag's einfach. Not every man. Aaron Piper ist ein deutsch-spanischer Schauspieler. Warte. Not any man, but always a man. Was laut? Von was macht der von? Spanischer Schauspieler, Netflix. Oh, vielleicht von Elite, glaube ich, könnte sein, ne? Die hat noch ein 16-sekündige Memo hinterhergeschickt. Weiblicher Celebrity Crush 100% ist der Esposito von Elite. Diese Frau. Elite, okay, das wird wahrscheinlich so ausgeschrieben, Elite. Und wir sagen hier Elite. Safe nicht. Ja, krass. Was war dein Celebrity Crush? Celebrity Crush. Lass mich kurz nachdenken. Habt ihr einen? Ich finde Nina Chuba super. Boah. Schon immer, aber ja, Nina, die hat ja. Hat ihn mal jemand? Die hat jemand? Ja. Dich nicht, aber, oder? Aber nee. Die steht sich auch auf Männer und nicht so kleine Jungs. So in die Wunde rein. So du hast ein Kind, ne? Ja. Ein Kind nur? Ich halte die Familie raus. Ich habe einmal gesagt, dass ich ein Kind habe. Reicht dann, ja. Ja, ja. Na gut. Ich würde sagen, Celebrity Crush, wenn es zählt, I live gerade. Super süßes Mädchen. Du likest alle ihre Bilder, habe ich gesehen. Ja, natürlich. Ja? Super süß. Jetzt I live? I live.
Hast meinen Kopf gefickt, hast mich hintergangen. Nein, kenne ich alles nicht. Ich muss sagen, Musik bin ich ganz schlecht. Ich höre nur absolut Radio und höre nicht zu, was ich... Trimax 2.0. Kennst du Trimax? Ja, der hört keine Musik. Der fährt im Auto einfach ohne Musik. Nee, ich höre meistens Hörbücher. Und Musik höre ich ganz selten. Als ich eine Zeit lang, früher gab es nur CDs in Autos, ja, nicht so Dings. Habe ich mir so eine Agro-Berlin-Bushido-CD zu hören und habe die 4 Jahre am Stück gehört. Elektro-Ghetto. Ist der Average-Vater geworden einfach. Nee, ich bin voll wild und jung. Ja. Wie alt bist du? 34. Boah, ist schon ordentlich. Ja, genau wie Finch. Ja, das war für mich letztens der größte Stich ins Herz. Magnus von Rossmann ruft mich so an. Ich habe ja noch eine Agentur. Magnus von Rossmann, ein bester Mann, so ruft geil. Mich an und sagt so, Aaron, ich brauche jemanden für eine Azubi-Kampagne. Und ich so, yo, mach ich. Also, Aaron, Azubi-Kampagne, dafür bist du einfach zu alt. Wenn wir was mit Quereinsteigern machen, aber kennst du jemanden? Oh man. Ja, ich bin echt alt. Aber ist mittlerweile ganz gut. Ja, also ich bin voll happy. Ich bin gerade, glaube ich, der glücklichste Aaron, den es jemals von mir gab. Richtig schön, das hört man gerne. Das ist schön zu hören. Bist du der glücklichste von denen, die es von dir jemals gab? Oder warst du schon mal glücklicher? Ich war schon mal glücklicher. Ja? Warum? Ey, komm, jetzt antworte doch mal. Frauen oder? Wo mir dieser BH da oben zugeworfen wurde und ich auf einer Bühne stand und so, das war geil. Nein, das ist geil. Ich mache gerade gut dein Ding, aber es ist momentan, es passiert immer sehr viel, sehr schnell, man weiß nicht wohin und so. Weißt du, du hast richtig und ich bin noch, ich mach das. Aber du musst doch wissen, was du willst. Ich weiß schon, was ich will, aber irgendwie immer wieder denke ich, ja, und dann sagen so viele Leute was, eigentlich soll man auf sich selber hören, dann denke ich mir, ja, sollte ich lieber die Richtung. Nein, du musst immer auf dich selber hören. Ich weiß. Weil wenn du nicht das machst, was du machen willst, da kenne ich so viele, ich mache das, was ich machen will, habe natürlich noch einen geerdeten Freundeskreis und alles so. Klar. Deswegen bin ich glücklich. Leute, die in irgendwelche Kostüme gepresst werden oder zum Beispiel Beauty-Damen haben es ganz schlimm, wenn du jeden Tag Beauty-Content machen musst und dann schießt du dir irgendwann den Kopf, 20. Mal Smoky Eyes schießt du dir den Kopf und dementsprechend musst du immer das machen, worauf du Bock hast, ja. Aber du darfst dann auch nicht, und was die Leute von dir erwarten. Ich habe keinen Bock mehr auf Messen, aber ich gehe, weil es die Leute erwarten und habe gar keinen Bock mehr, aber ich mach's, weil A, wenn ich's dann mache, habe ich Bock und B, ist es dann eben so, die Leute erwarten's und ich denke mir so, wie oft geht ein Schuster, Müllmann, Lehrer mit Motivation zur Arbeit? Wahrscheinlich nicht oft und dementsprechend einfach machen. Das ist wichtig. Komm, ich gebe dir einen Tipp. Wo hasselst du denn gerade? Wo kann ich den Tipp geben? Ach, ist so viel. Sag doch mal jetzt. Ich kann es uns raten. Ich soll raten, was dein Problem ist. Ich glaube, Django hat so viele. Ich habe so viele Sidequests, dass ich nicht weiß, was ich. Guck mal, ich mache Podcasts, dann will ich YouTube-Vlogs. Ich habe jetzt einen eingestellt, komplett einen Videografen, der ist immer mit mir dabei. Ja. Ich will so richtig geile YouTube-Vlogs. Ja, David Dobrik. Pepe, was für dich gemacht. Pepito. Auch, der ist ein paar Mal mitgekommen, der macht jetzt so 6 PM, 10 Drehtage. Ja, und Finch. Mit der kommt Finch. Mit zu WrestleMania für Finch. Richtig. Pepe, mein Junge. Auch Pepe, muss man sagen. Hammer Junge. Pepe, und dafür schätze ich ihn ganz doll. Boah, der ist durch meine harte Schule gegangen. Echt? Was der für auf den Sack gekriegt hat und alles, muss man ehrlich sagen. Und auch für Ansagen. Und jetzt sagt er, Aaron, es war das Beste überhaupt. Ich habe Sachen gelernt, Dingsbums. Ja. Wenn du Pepe fragst, sagt er, glaube ich, Aaron Arsch. Aber wir verstehen uns super gut. Nee, der finde ich super, der meinte auch. Und er sagt, er hat so viel gelernt. Deswegen ist es eben so, du musst eben, wenn du was willst, durchziehen. Und da kommen wir noch mal kurz zu Marc. Der war ja dann bei mir im Kiosk und alles. Und ich liebe Marc. Ja. Aber wenn du mal so, wenn was nicht klappt, sag ich es Leuten. Sag, hey, Julie, deine Hose ist jetzt echt. Der hat immer angefangen zu weinen. Echt? Nein. Warum weinst du denn? Ich komme damit nicht klar. Mann, Marc, tut mir doch leid, aber pack jetzt die Pakete. Ja. Nee, Marc war ja immer das Ding, also deswegen war ja auch so sein YouTube-Meme war ja, der zieht nie seine Masterphase, was auch immer er Fitness macht, er zieht nie durch. Der macht 6-mal Neuanfang, was jetzt sein Fitnesstraining angeht. Ja. Und das war halt auch im privaten Leben dann oft so. Ne? Ja. Aber kurz, wo. Ja, okay, du hast einen Kameramann angestellt. Ja, genau, YouTube will ich voll durchziehen, Vlogs, die waren früher, letztes Jahr habe ich viel so Malle einfach rumgegangen. Ich meine nicht so Umfrage, ich gehe so einfach rum und da passiert was auf dem Festival hier und da, die waren geil, aber so das YouTube mache ich, dann mache ich noch Musik, so, ich bringe Songs raus, habe da echt geile Projekte, aber Musik ist auch super, das muss abgehen, dann willst du geiles Musikvideo, Content drehen, super aufwendig, dann DJs, habe ich mir als Sidequest vor 3-4 Monaten, weil ich einen guten Kollegen habe, Noel, habe ich gelernt, hat geklappt, jetzt mache ich so DJ-Gigs, davor habe ich letztes Jahr 2 Touren gespielt, richtig Live-Shows mit DJs und allem, ganzen Squad on Tour, letztes Jahr Peruka will Kroatien, dieses Jahr bin ich auch 4-mal Kroatien, habe ich eine Show, Break the Rules Festival, mehrmals Megapark, da habe ich richtige Live-Shows, keine DJ-Gigs mehr, so, und ich glaube, was das habe ich letztens gecheckt,
Wäre ich einfach nur ein ganz normaler Influencer, der Bilder posten würde oder sonst irgendwas und einfach Kooperationen machen würde, dann würde jeder sagen, ah, okay, gut, ist irgendein dummer Influencer wie jeder. Dann kannst du auch relativ schnell wieder weg sein. Ja, I know. Mhm. Aber ich glaube, weil ich so ein bisschen mehr kann und manchmal so auf Bühnen stehe, so, obwohl ich einen Podcast habe, obwohl ich Musik mache, obwohl ich YouTube mache, obwohl ich Snapchat auch richtig krass Snapchat auch durchziehe, Instagram und, kommen immer so manchmal so Kommentare, wer feiert Django auf Ernst oder warum steht der auf Bühnen und so, wo ich mir denke, so, Digga, ich habe 3 Monate lang, bin ich jeden Tag Pirate Studios gehabt, DJ, das geübt und so. Und das mache ich dann, aber ich habe so noch nicht so, ich weiß nicht, soll ich jetzt full auf DJ gehen, das macht mir übel Spaß, aber soll ich wieder, Live-Shows sind auch geil, wenn ich vorne richtig auf Bühne stehe und sowas, so Peruka will geisteskrank gewesen, Megapark, immer 3-mal Megapark, schlimmstes Publikum, Megapark, wenn du da einmal also, eine Pause machst, Hurensohn, Sigi, bester Mann, Sigi, ja, da direkt schreien die rum, du musst da, das habe ich auch gelernt, wie du da am Mikrofon sein musst, so viel Erfahrung mittlerweile, teilweise hole ich Young Yuri oder so, irgendwelche hole ich zu mir, auf Nico Santos war bei mir, bei meinem Finale Culture Candela, so, ne, ich hole manchmal welche auf Bühne und so, weißt du, das ist geisteskrank geil, aber so, ich weiß noch nicht, Musik. Wie viele und Leute TikTok. Hast du im Team außer deinem Squad? Ich habe einen Videografen, ich habe einen Security, einen Kollegen von mir, der mitkommt und auf Tour dann immer einen DJ. Na, guck, ich sag dir erstmal, was dir wieso fehlt. Das ist eine Mutti. Also nicht eine Mutti in ja. Dort deiner Mutti, aber bei mir war damals der größte Jackpot, Anni einzustellen. Jemanden haben, der sich um Sachen kümmert, die einfach gerade nicht in den Kopf packen. Weißt du, die im Kopf nicht Platz finden. Hast recht, ja. Und das kann alles sein vom Steuer. Schreib mal dem Anwalt bitte, check mal den Vertrag. Was ist das und das? Wann mache ich welches Posting? Ich lebe nur noch über Google-Kalender. Mittlerweile habe ich Olivia und Anni, die alles für mich machen. Dann habe ich aber noch eine Nicole, die Buchhaltung für alle Firmen. Also ich habe mittlerweile ja über alle Firmen, ich glaube 40 Angestellte. Und, wirklich? Ja, ja. Und aber das ist wichtig, weil du kannst nicht alles selbst machen. Ja, mit Kiosk und allem drumherum. Ja, ja, okay. Und du kannst nicht alles selbst machen und irgendwann wird es zu viel. Und ich habe selbst irgendwann gedacht, irgendwann wurde es mir auch zu viel. Und dann wurde mir zu viel, irgendwie keine Ahnung, es hört sich total dumm an, es war mir zu viel, einen Arzttermin zu machen. Weil ich habe dies, das und rufst beim Arzt an. Ja, beim Arzt in Berlin anrufen, ist erstmal Anrufbeantworter, dann legt der Arzt das erste Mal auf automatisch. Ich weiß, ja. Und so. Und dann ist es Stunden weg. Du denkst aber, boah, dieser Stressausschlag, den sollte ich mal untersuchen lassen. Und alles. Und wenn du da so eine Olivia Anni hast, ist das unbezahlbar. Wenn du Leute hast, die dir wirklich Sachen abnehmen, aber auch zuverlässig sind, wo du auch sagst, ah, guck mal, hier fällt mir das und das ein. Mittlerweile, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, man ist in so einer Kosmos, man kennt so viele gerade coole Leute, die man mag. Ich habe irgendwann alle angeschrieben, sag mir mal deinen Geburtstag, weil man die nicht vergessen will. Eure kenne ich nicht, aber ich sag ja coole. Und auf jeden Fall schreibt mir. Ich schreibe das dann 2 Jahre später. Ja. Alles Gute zum 26. Ja. Ich bin 34. Ja. 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 Nee, aber Anni schreibt mir jede Woche, guck mal, der und der hat die Woche Geburtstag. Geil. Und das ist eben, du brauchst Leute, die dich entlasten, weil sonst schießt du dir irgendwann in den Kopf. Und ich habe jetzt sogar mitgekriegt, du musst eben gucken, was du extrem krass fühlst. Und wenn du keinen Bock mehr hast, ich habe jetzt durch den tragischen Code von Kai, mit dem Hertha-Präsidenten war ich super dicke, ja. 42, leider gestorben, habe ich gesagt, komm, ich will jetzt wirklich nur noch Sachen machen, die ich fühle und säg jetzt nach und nach ab. Und dementsprechend, wenn du sagst, es ist dir zu viel, musst du überlegen, ob du es durch andere auffangen kannst, die dir die Arbeit abnehmen. Oder kill your babies. Sag einfach, okay, nee, komm, dann mache ich das nicht mehr. Ja. Ich werde auch gesagt, du sollst einfach die Dinge machen, die jetzt du musst ein bisschen beides denken. Was macht dir gerade am meisten Spaß oder auch was ist zukunftstechnisch einfach so am langfristig besten, so ja. I guess. So ein bisschen beides Kombi von davon. Aber auch nur eine Sache machen ist auch falsch, weil dann ist es so, irgendwann bist du auserzählt. Und das ist auch voll risky, wenn du nur eine Sache machst. Ja. Wenn du so die Möglichkeit hast, so viele Dinge zu machen, mach das safe. Ja. Aber mach das, was dann auch schon dir am meisten Spaß macht davon, weil ich verstehe schon, wenn du Podcast, DJ, TikTok, Snapchat. Shows, Snapchat und YouTube-Vlogs. Ja, aber so, was machst du denn bei Snapchat? So, Snapchat, ich bin Top 10 Creator Snapchat ganz Deutschland. Ja, Glückwunsch, aber was machst du da? ganz viele Stories posten, Spotlights posten. Spotlight kennst du auch, so wie Shorts, gibt's da so ein gutes Zeug. Aber ist das überall der gleiche Inhalt? Oder also hast du bei Snapchat spammt man noch mehr. Da kannst du am Tag 50 bis 100 Stories machen, die Leute gucken. Unglaublich. Und du verdienst damit Money. Ja, unglaublich. Aber guck mal, da höre ich für schon super. An. Unbedingt für Kiosk machen. Ja, stimmt. Ja, das, die Sache ist, ich habe keine Zeit, für müsste ich wieder jemanden einstellen. Nee, aber die können und ob aber, sich das rentiert rechnet. Nicht. Jetzt ist die Frage, was denkst du, was du dieses Jahr verdienen wirst? Mit Snapchat? Nee, insgesamt. Das kann ich nicht sagen. Doch, wir sind doch ehrlich. Okay, sag jeder, was er denkt. Nein, was er das nicht. Kann ich nicht 1,5. Sagen. 1,5 Millionen? Ja. Also es ist stabil. Nach Vorsteuern. Nein, du kriegst ja deine BWA und da steht oben eine Summe und dann kommen Abzüge und alles. Umsatz. Krass. Nee, Umsatz ich kann es nicht sagen. Na komm jetzt, ey, wir haben gesagt, wir sagen es alle. Ja, aber Umsatz denke ich nicht so viel. Aber also ich denke, das Ziel, was man dieses Jahr hat. Na gut ist das, wenn du viel Umsatz hast und wenig raus
Das ist das Ziel. Also Umsatz bedeutet jetzt, wir machen nach... Alles. Rechnung für deine Insta-Kampagnen, Rechnung für Podcast-Kunden, also Rechnung Gewinn für Bookings. Also Gewinn minus Ausgaben. Nein, einfach nur Umsatz. Alles, was du in der Rechnung rausschickst. Dann denke ich, ist das Ziel... Ich möchte da nicht drüber reden. Sag du, ich sag nicht. Warum? Das ist ja assi. Wenn er jetzt gesagt, hat, stimmt schon. Mann, da kommt Abrechnung. Das Ziel, nichts, was Ziel. Sein wird. Das Ziel, etwas zu erreichen. Ich finde, das Ziel ist es, 500.000 dieses Jahr. Stabil. Ja, ist möglich. Ja, also, guck mal, bei mir ist ja, ich habe ja auch noch eine Produktionsfirma. Ich produziere andere YouTube-Kanäle, wo ich gar nicht mehr hingehe. Ja. Ich mache für zwei Medienhäuser die Verticals, da schicke ich jeden Tag einen Kameramann hin und schreibe Rechnung. Also, bei Marvin verdienst du auch sogar mit, ne? Ja, Marvin auch bei mir. Und für Marvin ist es noch aktuell, ich kriege von Marvin mehr Prozent als er von mir. Das ist auch kein Geheimnis, weil ich war ja eher zuerst da und habe irgendwann gesagt, wir sind so ein Team, du von mir, ich von dir. Und ich denke, aktuell ist es für Marvin noch ein bisschen lukrativer bei mir. Aber irgendwann gehe ich in Rente und dann sauge ich Marvin aus mit meinen Prozenten. Aber das muss man einmal sagen. Aber das sagt er auch, und das finde ich ihm und das hast du ja dann auch verdient. Mhm. Und aber zurück da, und die Sache ist natürlich, wenn du den Umsatz hast, guck mal, aber du machst 500.000 Umsatz so. Jetzt sagen wir mal, ja, nur das ist dein Ziel. Dann hast du das gerade so, weil du deine alten Zahlen im Kopf hast, alles super solide. So, was hast du denn für Ausgaben? Dein Cutter, was kostet dir den Cutter mit Sozialabgaben allen drumherum 5? So bist du im Jahr bei 60. Ja, zum Glück zahlen wir den Cutter 5. Ja, ich noch nicht, aber nein, man muss jetzt sagen, 5 im Monat, da geht rein. Was, er kriegt immer einen neuen Mail. Er muss ja gut schneiden. Bedeutet, der macht das 24/7, also der ist Vollzeit, ne? Ja. Ja, okay, dann ist wieder frei. Vollzeit 24/7 ist immer da. Genau, dann ist wieder frei. Dann kommt der aber auch, wenn du jemanden anstellst, kommt der irgendwann die Berufsgenossenschaft. Keine Ahnung warum, aber die kommt. Irgendwann kommt die IHK an und du sagst, warum? Ja, falls du mal ausbilden willst. Nee, Dicky, will ich nicht. Also du hast im Kosten so, bist du bei 5, also du hast ja sicher weniger Ausgaben. Und dementsprechend, wenn ich das jetzt so bei dir sehe, nimm noch mal im Monat 3 bis 4 in die Hand für jemanden, der dir Kopffick weghält. Mhm. Unbezahlbar. Ich brauche eine Mami. Kannst du das machen für mich? Ist das? Boah, ich nehme 20% und mache komplett dein Management. Ja, das ist halt ein Management. 20 ist sogar fein. Alles unter aller. Also die Frage ist, 20 ist vollkommen fair. Ja, finde ich auch. Wenn ich dann noch sage, okay, ich helfe dir noch bei der Buchhaltung und allem drumherum, dann wird es ein bisschen höher. Ist einfach so, wenn jemand noch Buchhaltung macht, ja, wenn jemand für dich noch Arzttermine, Management ist ja nicht persönliche Assistenz. Management ist für mich auch einfach so, das sind so Lebensberatung auch einfach legit. Die helfen mir bei allem. Genau, aber Management ist, wenn ich zu dir sage, du brauchst einen Cutter, cutte ich nicht für dich. Das heißt, ich suche dir einen Cutter. Genau. Und es gibt so einen krassen Fußballmanager. Roger irgendwas, ja, der macht so die ganzen krassen Fußballer, ist Millionär und der ist auch Fußspielerberater und irgendwann hat er so viel Geld verdient, dass er gesagt hat, ich kaufe mir einen Privatjet. Was macht er mit dem Privatjet? Vermietet den an seine Fußballer. Aber ist ja klar, dass die den Privatjet extra zahlen, weil die könnten ihn ja auch bei Privatjet 24 buchen. Schlau. Smart. Wenn, sorry, dass ich unterbrechen muss, aber wenn du eine Message hättest, wir fragen am Ende der Folge immer die Leute. Ist schon vorbei? Es ist nicht vorbei. Es ist schon eine Stunde 30. Ja, okay, das reicht auch völlig aus. 30. Wenn du so viel zu erzählen hast, es war super geil. Du kannst auch gerne nochmal kommen. Vielleicht sogar auch mit einer Kombi. Du kannst ja mit Marvin mal kommen. Nee, Marvin kann alleine kommen. Ich hänge so viel mit dem aus. Hättest du keinen Bock mit dem eine Folge zusammen? Wir haben ja auch einen Podcast zusammen, ich und Marvin, Hauptschulniveau. Immer bitte reinhören. Das hören sich Leute an. Ja, ja. Und ich mag den über alles, aber wir hängen so viel aufeinander, haben so viel geschäftlich zu tun. Also mein Kanal, sein Kanal. Er guckt ja über alle meine Videos, ich über seine. Ich sitze bei seinen Videos hinter der Kamera. Wir haben externe Produktionen, wo er mal mitfährt, wo ich mal mitfahre. Das ist so, er muss nicht immer alles mit jemandem machen. Mhm. Was machst aber du morgen so? Heute gehe ich zur Dune-Premiere und morgen... Ah, da muss ich noch Bernhard anrufen. Ich glaube, der hat mich auch eingeladen. Viel zu spät, Mann. Alleine schon deswegen, warum klärst du es nicht mit deinem Management? Nein, er hat mich ja angerufen. Ja, aber hast du zugesagt? Aber nee, ich habe gesagt, ich gucke mir den ersten an und sag dir dann Bescheid. Ja, ich guck, und heute ist Premiere. Denkst du, Warner macht eine Premierenaufführung und die warten nur auf dich? Dicker, dein Ticket ist schon seit ein paar Tagen wahrscheinlich belegt. Nee. Wenn wir ja sehen, Bernhard ob er ein Ehrenmann ist. Ja, werden wir ja mal gucken. Ich schreibe Bernie, sag ich, ja, Julie will nicht. Wow. So, morgen habe ich einen Termin mit Finch, witzigerweise. Und danach nehmen wir die Woche ist entspannt, weil ich nicht Baller League habe. Chillo. Mega. Was ist deine Message an die Leute? Du hast ja wirklich eine ernste Message, dass du am Ende, also was du den Leuten mitgibst, was du gelernt hast, was du so jungen Leute, also auch viele junge Leute, die zuhören und zugucken. Was ist eine Message? Was willst du den Leuten so auf dem Weg mitgeben? Meine Oma sagt immer, wer die Sterne erreichen will und nach ihnen greifen möchte, muss erstmal die Hände heben. Wow, das ist deep. Was ist die Message? Mach das, worauf du Bock hast, aber du sei dir nicht zu schade, auch mal Scheiße zu fressen. Ja. Dieses so, ich bin der Meinung, jeder, der für 5 € mal schwarz geknechtet wurde irgendwo als Nebenjob, so Eisdiele, so 5 € und wenn du noch ein Eis falsch, so die Kugeln falsch machst, musst du es von den 5 € bezahlen. Boah. So richtig geknechtet. Genau.
So, auch dennoch so auf die Hand schwarz, dass der Chef auch manchmal kommt und sagt, oh, nee, das waren aber nur 10 Stunden. Du sagst, nee, das waren 20. Dann weißt du das Geld zu schätzen. Ja. Und ich habe eine Zeit lang, als ich angefangen habe mit Medien und mit allem, immer ein Brötchen gerechnet, weil ich hatte früher den Backshop, habe immer, wie viel Brötchen hätte ich verkaufen müssen. Ja. Jetzt habe ich eine andere Umrechnungskurve, aber früher immer Brötchen. Manchmal ist auch so diese Erfahrung viel wichtiger als das Geld, was du damit verdienst. Super viel. Ja, ist meistens sogar so. Manchmal bringt dir gratis, wenn du was für jemanden umsonst machst, viel, viel mehr. Mhm. Ja. Das ist wirklich so. Da würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Ist denn dein Cutter oder dein Cutter? Der schneidet den Podcast. Ja. Aber warum macht denn dein Cutter nicht den Podcast mit? Würde da schon Geld sparen? Der macht meine Sachen. Der macht so meine Aftermovies, Bilder, meine Vlogs. Podcast schneiden ist, glaube ich, so spezifisch. Seid ihr gute Chefs oder schlechte Chefs? Ich bin, sag du mal. Er kann ja ein Easter Egg einblenden. Er kann ja einen Daumen nach oben machen, wenn wir gute Chefs sind. Mach Daumen hoch, mittel oder unten, wie du es findest bei uns. Ich bin, also ich reiß mir halt voll meinen Arsch auf. Ich bin hier jede Nacht, seitdem ich alles mache, ich bin jede Nacht bis 4, 5 Uhr, mach mein Stuff, mach meine ganzen Konzept von meiner Show. Ich mach alles so übel selber und dann erwarte ich das eigentlich auch so von meinen Leuten, so weißt du, von meinem. Was ist denn, wenn er was falsch macht? Ja, manchmal, ich finde, die Leute sollen einfach ihre Arbeit nachholen. Nein, aber wie reagierst du dann? Ja, kommt, ich meine das oft alles immer nur so Spaß. Also eigentlich bin ich ein ganz cooler Dingens. Ich bin kein Assi. Ich manchmal bin ich schon, weißt du, wenn dein Hassan ein falsches Set spielt, dann raste ich aus und schrei den da an und so. Aber der weiß so, ich sag dann, ja, ey, du weißt, es ist nur Spaß. Assi ist nicht Assi, ist Chef. Ein Chef, der Chef darf nicht der beliebteste im Unternehmen sein, ja, sondern muss der unbeliebteste sein. Ich mache zum Beispiel bei meinen Leuten, wir machen einmal mehr Weihnachtsfeier, dann irgendwas im Sommer und wenn die sich dann privat essen gehen, will ich auch gar nicht mitgehen. Ja. Die sollen ihr es machen und da auch wieder Luke und für das, als ich mit Luke jetzt unterwegs war, meinte, wie ist es mit Stefan Raab zu arbeiten? Er sagt ihm, wenn Raab in reinen Raum kommt, nimmt nicht Raab die Temperatur vom Raum an, sondern die Temperatur nimmt Raab, also Raabs Temperatur wird angenommen. Mhm. Und ich glaube, das muss es sein, weil die andere Sache ist, du hasselst, du reißt dir den Arsch auf, irgendwann wirst du das Problem haben, dass du der Flaschenhals bist und immer alles an dir vorbei sein muss. Und dementsprechend wirst du es vielleicht irgendwann haben, dass du sagst, ich kann dir nicht zum fünften Mal sagen, dass ich das Intro direkt dann und dann haben will, genau. Oder das und das. Und dann ist es eben zu Chef sein, ist das Schwerste überhaupt. Ja, das stimmt. Weil wenn du nicht performst, sind ganz viele Leute arbeitslos. Besonders wenn es deine Freunde sind. Ich habe auch ein, zwei so Kollegen, die dann so, ne, weißt du, dann hast du Business, aber auch. Funktioniert das? Mit Hassan hat's. War mein DJ, ich habe ihm 8 Monate auf Tour mitgenommen, ich habe ihm die Chance gegeben, so ey, du kannst wirklich lernen das. Er hat's nicht ernst genommen richtig und jetzt macht er irgendwas anderes. Ist er bei dir noch oder raus? Nee, jetzt haben wir nicht mehr. Ja, aber das ist es eben. Ich arbeite nicht mit Freunden zusammen. Ich arbeite so, Mitarbeiter werden irgendwann freundschaftlich und alles drumherum, aber du kannst nicht mit Freunden arbeiten. Ich habe jetzt einen Kiosk, den man angestellt, den kenne ich seit der Oberschule. Mhm. Weil der Kiosk ging mir auf den Sack, der lief nicht so, wie ich will und der war Chef bei Netto. Da habe ich gesagt, tschö, die kommen rüber, aber wir sind eben nicht Daily-Freunde, verstehen uns gut, alles drumherum, aber mit Freunden arbeiten, immer schwer. Ja. Gute so, Leute, dann. Tschüss. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ey, willst du noch irgendwas sagen? Willst du noch irgendwas Werbung Message machen? Hauptschulniveau, der Podcast, bei dem ihr richtig Spaß habt. Nein, für die Älteren so ab 30. Wann kommt er jede Woche? Die Woche einmal. Ja, können wir unten verlinken. Ist ja schon krass. Wie oft kommt euer jede Woche? Auch jede Woche, seit 80, 85 Wochen. Geil, produziert ihr vor? Ja. Jetzt gerade, ja. Jetzt gleich kommt auch jemand. Wer kommt? Das dürfen wir nicht sagen. Komm, sag. Nein, das ihr sagt hier gar nicht, ihr seid voll die Pisser. Wirst du ja gleich sehen. Ja, geh pissen. Tschö. Bis dann. Ciao, ciao.